Ihr wisst ja, vor jeder Sendung gibt es immer eine kleine Erinnerung daran, dass wir eure Unterstützung brauchen. Übrigens, eure Unterstützung ist wichtig. Wir haben jetzt auch Werbepartner, die uns unterstützen. Wir versuchen also, dieses Projekt auf möglichst viele Säulen zu stellen. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, wenn wir jetzt auch Werbung machen, dann müssen wir ja nicht mehr. Nee, nee, weil, das ist natürlich genau der Punkt, wir wollen ja nicht, dass die Werbung in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann. Wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung unserer Werbepartner. Und ja, hier gibt es diesen kleinen Sinnfragenkombinator, der so interessante Fragen auswirft wie: Ist Demokratie gefährlich oder ist Macht nervig? Oder ja, hier sollte man Fair Talk unterstützen. Interessant. Die Antwort kennt ihr und alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter diesem Video. Ich sage schon mal im Namen des gesamten Teams herzlichen Dank. Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Augenhöhe, heute aus dem Alten Theater in Magdeburg. Herzlich willkommen und guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Unser Thema heute: Haltung oder Neutralität, was führt uns zum Frieden? Das ist ein sehr spannendes Thema, das könnte relativ heiß werden, dieses Thema, auch wenn es draußen winterlich kalt ist. Im Nahen Osten tobt ein furchtbarer Krieg und wieder wird von den Bürgern uneingeschränkte Solidarität mit einer der Kriegsparteien erwartet. Dieses Mal mit Israel. Wer die falsche Meinung hat, der wird schnell abgestraft. Und halten wir also gleich zu Beginn fest, offen über Nahost zu sprechen, ist schwierig, weil es viele Stolperfallen des Sagbaren gibt. Und ein Problem kann aus unserer Sicht aber nicht gelöst werden, wenn man Teile davon nicht ansprechen darf, wenn man es nicht besprechen darf und besonders auch aus einer neuen Perspektive. Und das wollen wir heute Abend mit dieser Sendung versuchen. Wir möchten den Raum bei Auf Augenhöhe für dieses Thema öffnen und für einen hoffentlich fairen Diskurs. Und wir sollten, und das ist unsere Haltung, mit Bewusstsein an diese Sache rangehen und vielen offenen Fragen, zum Beispiel: Ist Haltung am Ende nicht doch nur wieder Spaltung und führt Spaltung am Ende nicht doch nur wieder zu neuem Krieg? Ist daher vielleicht Neutralität der richtige Weg zu neuen friedlichen Lösungen? Also zusammengefasst: Haltung oder Neutralität, welcher Weg führt uns zum Frieden? Das möchte ich heute Abend hier mit meinen Gästen besprechen. Zum ersten Mal dabei, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Gerd Bührmann. Guten Abend, Herr Bührmann. Guten Abend. Schön, dass Sie am Tisch sind. Gerne. Ich habe das eben gelernt, Bührmann mit Doppel-U geschrieben, aber ja. Ü gesprochen. Ja. Genau, ist holländisch und heißt Nachbar. Ja. Der Bührmann. Der Bührmann, ja. Dann sind Sie mein Nachbar und richtig, wie gesagt, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal bei uns, Serhat Zizek. Guten Abend, Herr Zizek. Guten Abend. Achso, das habe ich bei Herrn Bührmann noch gar nicht gesagt. Sie sind Podcaster in Dubio und Publizist. Genau. Und Herr Zizek, Sie sind Content Creator. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen hier bei uns im Alten Theater. Danke. Ich grüße ganz herzlich Manuel Maggio, auch zum zweiten Mal bei uns. 2021 war, glaube ich, das erste Mal. Sie sind Publizist, Herr Maggio. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und auch, wenn ich richtig zählen kann, zum zweiten Mal Lukas Kramer. Guten Abend, Herr Kramer. Guten herzlich Abend. Willkommen in Magdeburg. Dankeschön. Sie sind Unternehmer und Leadership Coach. Jawohl. Und was Sie hier am Tisch machen? Das frage ich mich auch. Ja, das fragen wir uns alle. Nein, Spaß. Ein Leadership Coach, was hat der zu dem Thema Haltung oder Neutralität beizutragen? Also im Kern, grundsätzlich würde ich mich als Idealisten bezeichnen, der sich 24 Stunden am Tag eigentlich mit der Frage auseinandersetzt, wie können wir Dinge besser machen. Das hat mich ins Coaching gebracht, wo ja die Grundfrage ist, wie kann ich einzelnen Menschen helfen, Neues zu entdecken, bessere Entscheidungen zu treffen und voranzukommen. Und Leadership, was ja die englische Version von Führung ist, Führung ja im Deutschen etwas verfallen nach dem 20. Jahrhundert, ist eben schlichtweg die Frage, wie können wir in einer Gruppe für positive Veränderungen sorgen. Und deswegen auch dieser Punkt, ich habe es im eigenen Familienunternehmen erlebt, im eigenen Startup erlebt, natürlich auch die letzten 3 Jahre extrem. Und ich hoffe, dass ich eben diese Punkte auch in die heutige
Diskussion, wenn es darum geht, wie kommen wir eigentlich gemeinsam zufrieden, dass ich das dann dabei tragen kann. Das heißt, Sie sind unter anderem mit auch für die neue Perspektive hier am Tisch. Ja. Ich hoffe. Ja. Herr Böhrmann, als Podcaster und Publizist, Thomas Gottschalk hat bei seiner letzten Wetten-Dass-Sendung gesagt, er spreche zu Hause mittlerweile anders als im Fernsehen und das sei keine gute Entwicklung. Wie frei trauen Sie sich zu sprechen heute im Dezember 2023? Das Gute ist ja, dass ich recht frei arbeite. Das heißt, ich arbeite für kein subventioniertes Unternehmen, für kein subventioniertes Theater, für die Öffentlich-Rechtlichen arbeite ich Gott sei Dank auch nicht. Das heißt, ich bin nur mir Rechenschaft schuldig und den Leuten, für die ich arbeite. Und da kann ich relativ noch all das sagen, was ich gerne sagen möchte. Aber ich verstehe Thomas Gottschalk, was er gesagt hat. Denn das, was wir jetzt in Israel oder bei dem Thema Israel erleben, ist ja etwas, was wir seit 3 Jahren, spätestens seit Corona, wirklich erleben. Dass also, wenn man eine andere Meinung hat, man direkt als Nazi bezeichnet wird und dass man dann direkt menschlich niedergemacht wird. Und das ist etwas, was es bei der Debatte um Israel schon seit Jahrzehnten gibt. Das war ja, bevor es Corona gab, war es das Thema, wo man wusste, wenn wir das jetzt ansprechen, dann wird sich hier auf jeden Fall der Tisch zerstreiten. Weil da einfach unglaublich viel mit Emotionen gearbeitet wird. Weil jeder hat eine Beziehung zu Israel, besonders wenn man in Deutschland ist, hat man eine besondere Beziehung zu Israel. Und deswegen ist die Überschrift schon ein bisschen schwierig, weil auch Neutralität ist eine Haltung. Das Ding an einer Haltung ist, man kann sich eben nicht nicht verhalten. Das heißt, selbst wenn ich mich entscheide, neutral zu sein, ist das ja schon eine Haltung innerhalb des Konfliktes. Okay, spannender Gedanke. Darauf werden wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Herr Žižek, Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Gerade auch seit dem 7. Oktober ist es so, Ihr Instagram-Kanal ist explodiert. Sie haben unglaublich viele Follower. Sie sagen, was Sie denken. Haben Sie keine Angst vor Konsequenzen? Ich hatte ganz am Anfang Angst vor Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob man das als Angst bezeichnen kann. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil ich sehr oft auf einmal bei Spiegel TV, bei Bild, bei T-Online und vielen weiteren Plattformen auf einmal als Antisemit gezeigt wurde oder als Islamist, das habe ich gar nicht verstanden. Also wo der Zusammenhang ist, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ich bin der Meinung, dass wir Menschen, die in schwierigen Situationen sind, dass wir denen eine Stimme geben sollten. Beziehungsweise man muss es nicht tun, aber ich bin der Meinung, dass ich das für mich machen möchte, weil ich die Gedanken, die ich habe, immer mit meiner Zuschauerschaft und meiner Community teilen möchte. Und Angst war da, aber die ist inzwischen ganz weit weg. Mhm. Ja. Herr Maggio, überlegen Sie vorher genau, was Sie sagen? Ja und nein. Also ich bin schon auch jemand, der öfter die Gedanken einfach direkt rauslässt. Aber natürlich macht man sich auch Gedanken, weil ich möchte ja auch verstanden werden. Also es hat dann eher was damit zu tun, dass ich ja nicht einfach nur rede, damit ich gesprochen habe, sondern ich möchte ja auch, dass eine Kommunikation zustande kommt. Und da versuche ich mich natürlich klar auszudrücken. Herr Kammer, wie bewerten Sie das? Haben wir noch Meinungsfreiheit? Das ist eine schwierige Frage. Zum einen, deswegen stelle ich sie. Gut, dass wir sie stellen. Ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen Meinungsfreiheit grundsätzlich und der Möglichkeit, dass wir unsere Meinung äußern können. Also das Kontra wird es immer geben. Die Wellen, die wir bekommen werden, wenn wir unsere Meinung äußern, wird es immer geben. Und wo diese Grenzen auch sind zwischen, fühlen wir uns in der Meinungsfreiheit schon eingeschränkt, nur weil die Konterschläge kommen, oder ist es eben tatsächlich das Zensieren? Ich meine, mit den Fakten können wir ja alle nicht debattieren. Das haben ja auch viele, ich denke, schon hier am Tisch auch erlebt, dass einfach Beiträge auf gewissen großen Plattformen wegzensiert werden, was in dem Sinne schlichtweg bedeutet, wir haben in diesem Punkt keine Meinungsfreiheit. Aber grundsätzlich, sonst wären wir auch nicht hier, würde ich sagen, dass wir uns davon nicht entmutigen lassen dürfen und dass es immer noch genug Möglichkeiten gibt, die eigene Meinung auch zu teilen. Und dass es aber vielleicht auch in heutiger Zeit noch mehr Mut braucht, das zu machen, weil eben auch so viel, Sie können sich wahrscheinlich am besten hier am Tisch auch vorstellen, weil so viel Kontra kommen kann, eben durch das Internet heute, was wir früher nicht hatten. Aber da braucht es in dem Moment vielleicht auch einen Schritt mehr Mut. Aber ich glaube, es ist noch kein Punkt, an dem wir verzweifeln müssen. Herr Böhrmann, um erstmal überhaupt klar zu bekommen, welche Haltung, auch wenn es die Neutralität ist, das habe ich gerade dazugelernt, Sie haben, wie beschreiben und bewerten Sie diesen Konflikt, der jetzt am 7. Oktober
wieder neu entflammt ist? Ich bewerte den Konflikt erstmal damit, dass ich habe gerade Herrn Šišek zugehört und das ist eigentlich spannend, wie ähnlich wir uns sind, nur umgekehrt, weil Ihnen passiert das so, dass wenn Sie irgendetwas sagen, was nicht akzeptiert wird, gleich Islamist, das ist ja gerne das, was man einem Muslim vorwirft, wenn einem die Meinung nicht gefällt, ist direkt Islamist. Wenn ein Deutscher irgendwas sagt, was einem nicht gefällt, ist er direkt Nazi. Das ist sehr interessant, wie oft mir das passiert ist, vor allem, wenn ich mich klar pro-israelisch äußere, was ich immer tue, dass dann gesagt wird, ja, du verteidigst da jetzt ein Land, das, so wird behauptet, jetzt mit den Palästinensern das tut, was die Deutschen damals mit den Juden gemacht hätten, was eine böshafte Unterstellung einfach ist. Das ist einfach der Nazi-Vorwurf gegenüber Israel, gegenüber Juden oder aber auch gegenüber Menschen, die sich für Israel einsetzen. Und da bin ich auch immer fassungslos, warum das passiert. Also warum immer dann direkt nur mit Islamisten und mit Nazis reden kann, nur weil man eine unterschiedliche Meinung hat. Und das ist sehr interessant, weil wir haben, glaube ich, inhaltlich eine sehr unterschiedliche Meinung, erfahren aber den gleichen Hass dadurch. Und das finde ich spannend, weil das in Deutschland passiert. Und da frage ich mich, warum ist die Situation in Deutschland so aufgeladen? Herr Šišek, haben Sie eine Antwort darauf? Ich bin der Meinung, dass man, also es ist halt sehr gespalten hier in diesem Land. Ne? Egal, welche Meinung man hat, es ist immer sehr gespalten. Und ich finde, ein großes Problem dafür ist die Tatsache, dass Leute nicht offen für andere Perspektiven sind. Ne? Und es ist nicht nur das Problem, es ist auch sehr schwierig, für dieses Problem eine Lösung zu finden, weil es hat sich schon sehr tief an der Wurzel verankert. Und ich merke das auch aus meinem Privatleben, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und diese Menschen dann merken, dass sie dann irgendwie doch Unrecht haben, dann fällt es ihnen schwer, das zuzugeben. Das fällt sogar mir manchmal noch schwer. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, dass die Leute sich nicht verstehen wollen, sondern sie wollen einfach Recht haben. Und ich glaube, das ist das Problem. Wie ist Ihre Haltung zu dem Thema? Auch um das mal jetzt für unser Publikum, also die, die Sie noch nicht kennen, klar zu bekommen? Meine Haltung dazu ist, dass jeder Mensch auf der Welt, ganz unabhängig von der Religion, Herkunft, Ethnie oder Sonstiges, dass er ganz in Ruhe leben darf, ohne dass er Angst haben muss, umgebracht zu werden, ohne dass er Angst haben muss, irgendwann zu verhungern, zu verdursten oder dass er den nächsten Tag nicht mehr erlebt. Und um das nochmal klarzustellen, es sind sehr schlimme Dinge passiert auf beiden Seiten. Es sind Opfer gefallen auf beiden Seiten. Und es ist aber jetzt eine Situation, unabhängig von dem Tag, wo das Ganze wieder ins Rollen gekommen ist, haben wir jetzt eine Situation, wo das eine Volk leidet und das andere Volk im Vergleich dazu sehr, sehr wenig leidet. Ja? Und ich bin der Meinung, dass das Land, in dem wir leben, dass die Politiker, die uns eigentlich vertreten sollten, keine korrekte Stellung beziehen. Ich finde, es sollte sich dafür eingesetzt werden, dass auch im Nahen Osten, auch im Gazastreifen die Menschen in Frieden leben sollen dürften. Ja, das ist das, was ich fordere, was ich mir wünsche. Und das wünsche ich mir genauso für Israelis, das wünsche ich mir für Palästinenser und für Menschen, egal woher sie kommen. Jeder sollte das Recht haben, ohne Angst leben zu müssen. Herr Maggio, hat Sie das Thema schon vor dem 7. Oktober interessiert? Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Ja, ich meine, es ist ja schon sehr lange ein Thema, dieser Konflikt. Sicherlich hat es dann nochmal einen Schub gegeben, natürlich was die Aktualität angeht. Aber ich sag mal, ich versuche da vielleicht noch eine andere Facette auch mit reinzubringen. So, es ist spannend, natürlich ist auch die Neutralität. Also ich habe natürlich eine ganz bewusste Haltung und ich halte überhaupt nichts von Gewalt gegen Unschuldige. Und das ist die klare Trennlinie, die ich ziehe. Und das ist auch das, wo ich mich gerne positioniere. Und das gibt so viele Facetten auch in diesem Konflikt. Da wird Gewalt gegen sehr viele Unschuldige angewendet von so vielen Seiten. Das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst. Und genau das möchte ich aufzeigen. Also ich möchte, dass die Dinge benannt werden, so wie sie sind und nicht so, wie sie beschrieben werden. Ja, die Realität ist das, was ist. Jetzt bin ich natürlich nicht vor Ort. Deswegen, ich kann über das, was hier ist, was in meinem Kopf ist, sprechen und euch einen ganz klaren Standpunkt gegen Gewalt gegen Unschuldige und daraus ergeben sich dann halt auch andere Meinungen natürlich. Werbung. Trader sind wie Dirigenten. Sie organisieren ein Ensemble von Instrumenten. Sie überwachen jede Bewegung. Größe erfordert großartige Tools. Investieren Sie mit eToro. Herr Kramer, haben Sie das Gefühl, weil Herr Maggio das jetzt gerade angesprochen hat, da gut informiert zu sein?
Wahrscheinlich zu wenig, um so eine heftige Situation auch bewerten zu können. Aber das muss ich eben auch als einen der Punkte, wenn ich die Frage mal dahin drehen darf, schon anbringen, auch der Problematiken, die ich sehe in dem ganzen Umgang mit dieser Situation, weil eben vorne jetzt auch, Politik wurde schon angesprochen, nicht wirklich kommuniziert wird auch, wie kann denn eine Lösung überhaupt aussehen? Wo wollen wir denn überhaupt darauf hinarbeiten? Sondern überall heißt es ja immer nur, die einen dürfen nicht verlieren, die anderen dürfen nicht gewinnen und so weiter. Und in dem Sinne kommunizieren wir auch gar nicht als eine Einheit, die auf eine Lösung hin möchte. Und als normaler Bürger sitzt man dann da, bekommt immer nur gesagt, was man eigentlich glauben soll, was man zu glauben hat, was richtig und was falsch sein soll. Aber wirklich in Richtung Konfliktlösung und die Kommunikation dahin sehe ich im Moment viel zu wenig. Wenn Herr Žižek sagt, die eine Seite leidet weniger, die andere Seite leidet mehr, sehen Sie das auch so? Das Interessante ist, dass er nicht gesagt hat, welche Seite mehr leidet. Und ich glaube, das ist nämlich die Sache, dass jede Seite natürlich für sich reklamiert, mehr zu leiden. Ich habe immer noch Freunde, die nicht wissen, wo ihre Familienmitglieder sind, weil sie immer noch entführt sind, weil die Kampfhaltungen der Hamas halten ja an. Das heißt, solange auch nur eine Geisel immer noch in Gefangenschaft ist, ist das eine Kampfhandlung der Hamas. Und das schmerzt natürlich, vor allem wenn man dann die Videos gesehen hat von dem, was da am 7. Oktober passiert ist. Und das ist ein Einschnitt in meinem Leben gewesen, als ich dann das erste Mal gehört habe, was am 7. Oktober passiert ist. Als dann Freunde sich die Bilder angeschaut haben, Journalisten konnten es sich ja anschauen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, sie mir nicht anzuschauen. Ich habe mir dann berichten lassen von den Dingen, die am 7. Oktober passiert sind. Und das sind solche Gräueltaten, sexuelle Gräueltaten, ein Abschlachten, ein Vergewaltigen von Frauen, dass ihre Becken brechen, ein Verbrennen von Säuglingen, lebendig teilweise, gefilmt, dabei gefeiert und gejubelt. Das war eine Brutalität, das war ein Feiern der Brutalität in einem Ausmaß, dass das einfach schockierend ist. Und wenn man sich das griechische Wort Holocaust anschaut, das heißt menschliche Totalverbrennung, das ist da passiert. Es wurden Säuglinge und Kinder verbrannt. Nicht Kollateralschaden, was eine Katastrophe ist, sondern ganz bewusst, es wurde sich daran berauscht, diese Menschen zu vernichten. Es wurde sich daran berauscht. Und da interessiert mich, wo kommt dieser Rausch her, das zu veranstalten? Es war horrib, 1400 Menschen einfach von jetzt auf gleich vernichtet. Man hat sich an der Brutalität berauscht. Ja, Žižek, ich merke Sie. Nee, alles gut. Also ich möchte niemandem sein Leid absprechen. Ich bin auch davon überzeugt, dass dort sehr viele unschuldige Menschen gestorben sind. Ich möchte klarstellen, dass das nicht kleingeredet werden darf oder irgendwas dergleichen. Ich muss nur was ergänzen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie da die Informationen nicht. Oder das auch kann sein. Das mit den verbrannten Babys, das stimmt nicht. Ist nachweislich, dass es nicht stimmt. Es wurde angegeben, Quelle liegt in einem Bericht der New York Times, dass das nicht stimmt, ist im Nachgang rausgekommen. Was waren die weiteren Punkte, auf die ich gerade eingehen wollte? Habe ich einen Stift auch hier, dass ich zwischendurch mal... Nee, ne? Ich schreibe meine Frage noch gerade auf und dann gebe ich Ihnen meinen rüber. Ist nebensächlich. Also ist klar, haben dort Menschen gelitten und es ist absolut nichts Schönes. Und man sollte jedem Menschen sein Beileid aussprechen, ganz gleich, ob er israelisch ist, ob er palästinensisch ist, ob er deutsch ist, ob er jüdisch, christlich, muslimisch ist. Sollte außer Frage stehen. Ja? Ich glaube auch, dass die Bilder, die man sieht und die Geschichten, die man hört, einen mitnehmen. Das erlebe ich auch. Das erleben auch viele meiner Zuschauer, viele der Menschen, der Palästinenser, für die ich mich einsetze. Und was ich vorhin meinte mit dem Vergleich, dass das nicht so leicht zu vergleichen ist, Es klingt nicht schön, wenn man Zahlen von Toten miteinander vergleicht. Ja, das klingt nicht schön. Das ist absolut nichts Schönes. Aber wenn man es dann vergleicht und das beides auf eine Waage legt und man sieht, dass diese meinetwegen 2000 israelischen Menschen gestorben sind, was ich nicht oft genug wiederholen kann, was wirklich ein schreckliches Ereignis war, und man dann sieht, dass innerhalb von anderthalb Monaten zeitgleich dafür fast 10.000 Kinder und Frauen ermordet wurden, Zivilisten,
Das sind keine Terroristen, das sind Zivilisten, die dort ermordet wurden. Das sind die Zahlen der Zivilisten. Gesamtzahl der verstorbenen Zivilisten stand jetzt in knapp 20.000 Menschen. Ja, und es ist halt einfacher, Stellung zu beziehen, wenn man eine Position zu einem bestimmten Volk hat oder wenn man Verbindungen zu einem bestimmten Volk hat. Ich habe weder zu Israel noch zu den Palästinensern irgendeine Verbindung. Das hat sich jetzt mit der Zeit ein bisschen entwickelt. Ich war vor 3 Tagen noch in Istanbul. Ich habe mich dort um palästinensische geflüchtete Familien gekümmert. Wir haben die eingekleidet, wir haben denen Essen und Trinken gekauft. Und Leute kommen draußen auf der Straße zu mir und bedanken sich bei mir. Weinende Mütter und Väter und kleine Kinder umarmen mich, obwohl ich diese Menschen nicht kenne, und bedanken sich dafür, dass hier in Deutschland endlich eine Stimme existiert, die sich für diese Menschen einsetzt. Und wie gesagt, es ist alles schrecklich, was passiert ist, aber dafür jetzt im Gegenzug ein flächendeckendes Bombardement in einem ganz kleinen Gebiet stattfinden zu lassen, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung. Herr Böhrmann, ja, bitte. Dieses Thema Information, ich finde, da müssen wir nochmal näher drauf eingehen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Das Beziehen von Informationen beziehungsweise von Wahrheiten, was ist wirklich wahr? Also Herr Maggio hat es eben angedeutet, er ist nicht da gewesen. Wenn man nicht da gewesen ist, welcher Quelle soll man vertrauen? Und hat's ja, also es gibt dieses Zitat, das erste Opfer in jedem Krieg ist die Wahrheit. Und es hat ja nun auch in der Vergangenheit immer wieder dann diese Situation gegeben, dass ja, die Brutkastenlüge war, glaube ich, eine dieser Lügen. Und das mit den Chemiewaffen damals, Colin Powell, der behauptet hat, der Irak hätte Chemiewaffen. Und dass damit Angriffe gerechtfertigt werden. Also wie sicher sind Sie bei den Informationen, die Sie da bekommen? Also bei dem, grundsätzlich, also jetzt gar nicht nur bei dem Thema, sondern es ist ja ein Thema, das geht ja, ob es Corona ist, ob es der Ukraine-Krieg ist, ob es jetzt dieser Krieg ist. Woher wissen wir, was wahr ist? Ich glaube, hundertprozentig sicher kann man sich tatsächlich nie sein, weil es ist Krieg. Bei all den Dingen, die ich gesagt habe, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also Tom David Frey ist ein Kollege, der für auch die Akte des Guten in Israel ist. Es gab da die Vorführungen von den Bodycams und allem, was passiert ist. Die verbrannten Kinder gibt es. Also in Mickey Maus Schlafanzügen, wo dann Tom David Frey sagt, er kann nicht mehr Kinder in solchen Schlafanzügen sehen, weil er sofort diese verbrannten Kinder vor sich hat. Die hat er gesehen, die sind da, es passiert. Aber ich kann natürlich verstehen, weil das eine solche Grausamkeit ist. Natürlich will man nicht, dass das passiert ist. Wie will man sich denn damit auseinandersetzen? Das ist eine solche Bestialität, dass man natürlich sagt, ich will das nicht an mich heranlassen. Problem ist nur, das ist leider am 7. Oktober wirklich passiert. Und das können wir dann später, können wir über den territorialen Konflikt sprechen zwischen Israel und Palästina. Ich glaube, dass der 7. Oktober nichts damit zu tun hat. Da haben sich Menschen berauscht an dieser Grausamkeit. Und die benutzen vielleicht Palästina als Entschuldigung oder den Freiheitskampf oder was immer die als Entschuldigung für diese Bestialität dann benennen. Aber was da am 7. Oktober passiert ist, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten und lässt einen einfach nur sprachlos zurück. Und wir können dann gerne über den territorialen Konflikt sprechen, den wir hier auch nicht klären werden und der wirklich sehr schwierig ist. Aber was am 7. Oktober passiert ist, hat damit nichts zu tun. Wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, natürlich ist ja klar, die Macht der Bilder, das ist das, was Menschen bewegt. Und diese Bilder sind entstanden dort. So, ich habe mir da auch zum Glück nicht zu viel angeschaut. Aber es gibt ja auch einen Grund, dass die verfügbar sind. Ja, also wir sind hier im Fernsehen, so wenn eine Kamera in diese Richtung zeigt, dann gibt's auch noch was hinter der Kamera. Und mir ist das halt so ein bisschen zu leicht gemacht. Ja, und auch wenn Sie sagen, so was Schreckliches gab es noch nie. Also ich weiß nicht, da bin ich jetzt mit meinen 44 Jahren, habe ich schon mehrere Konflikte auf dieser Erde auch mitbekommen und auch Bilder, die dort übertragen wurden. Zum Beispiel noch aus dem Bosnien-Konflikt. Also dort sind auch Videos aufgezeichnet worden. Also die hat mir jemand gezeigt, der dort in einem Ort gewohnt hat. Die haben das selber gefilmt. Die gehen bis heute nicht mehr aus meinem Kopf raus. Da so ein Alleinstellungsmerkmal, das finde ich passt nicht. Ja, es ist schrecklich, was passiert ist. Wenn Kinder verbrennen, ist das schrecklich. Ich habe dann auch gerade dran gedacht, dass natürlich auch Bombenkinder verbrennen, aber die sind halt dann vielleicht nicht gefilmt worden. Also ich finde dieses Aufwiegen, und es ist Rechtfertigung, was dann gemacht wird. Ja,
Und ich empfinde, dass es gefährlich ist, denn es führt uns eher in eine Eskalation und nicht zum Frieden. Ja? Das heißt also, ich finde, die Besonnenheit wäre eher angebracht. Das ist so mein Standpunkt. Jetzt kann ich mich vielleicht auch leichter reden, weil ich da keinen persönlichen Bezug habe. Aber ich empfinde, dass es so ein bisschen zu spitz formuliert ist, wenn das jetzt die größte Gräueltat ist, die jemals passiert ist. Was wissen wir denn, was bis jetzt passiert ist, wo keine Kameras drauf gehalten wurden? Also, aber die Menschheit ist schon schrecklich genug. Menschheit hat schon genug schreckliche Sachen gemacht. Aber glauben Sie nicht, dass diese individuelle Formulierung des Leids, also wenn einem etwas passiert in dieser Größenordnung, man natürlich sagt, das ist an Grausamkeit nicht zu überbieten, was jetzt nicht heißen soll und jetzt nehme ich alle anderen Grausamkeiten raus. Warum ist das nicht zu überbieten? Tod ist Tod. Ja, klar. Ja, aber unschuldigen Menschen zu töten ist... Natürlich. Was ist da der Unterschied, ob ich den verbrenne oder erschieße? Was ist da jetzt faktisch gesehen, ist es schrecklich. Ja. Und das ist... es ist nicht zu überbieten, das ist, finde ich, eine Superlative, die Sie ja ausstellen, die nicht richtig ist. Ich glaube, warum ich es gesagt habe, ist die Intention. Aber wissen Sie doch gar nicht, Sie haben mit den Leuten nicht gesprochen, Sie bekommen die Intention mitgeteilt. Ich weiß nicht, wer hat Ihnen denn eigentlich gesagt, dass diese Intention dahinter steckt? Ich habe davon nichts gehört. Na, wenn die Hamas das macht und gemacht hat, dann kann man die Intention nachlesen in ihrer Gründungscharta. Und da steht drin, dass die das wollen. Artikel 7, die Vernichtung des jüdischen Volkes. Artikel 13, niemals Frieden mit Israel. Das steht da drin, in der Grausamkeit. Und wir haben das vielleicht nie so wahrgenommen, auch wenn dann der Minister für religiöse Stiftung 2010 gesagt hat, Juden sind Bakterien und gehören vernichtet. Und er verurteilt jeden Moslem, der eine friedliche Beziehung hat. Das war dann Minister im Gazastreifen. Wenn man sich anhört, was einige Leute in der Moschee predigen, nicht alle, aber eben die, die dann diese Grausamkeiten dann predigten, holt die Messer raus und stecht sie ab. Das sind dann Dinge, die höre ich und da sage ich, einfach nur um klar zu machen, wie fassungslos ich darüber bin, benutze ich ein Superlativ, weil das ist ein Superlativ. Das heißt nicht, dass es nicht auch in Syrien und woanders grausam. Für Sie ist es einer. Ich bin mir sicher, in Palästina gibt es welche, die einen anderen Superlativ benutzen. Ich glaube, auch für Allgemeingültigkeit ist das ein Superlativ. Ich glaube, er findet das nicht gut, wenn man Juden hasst. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er sagen wird, das ist das. Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Natürlich. Ja. Ja. Das Ding ist, ich finde es halt. Natürlich finde ich es nicht schön, dass egal wer leidet. Ich finde es auch sehr interessant, dass wir über das Thema Bilder sprechen. Ne? Jetzt unabhängig von dem Tag der Aufrollung des Geschehens gibt es keine Bilder aus Israel, wo gerade tausende Kinder sterben. Es gibt keine Bilder aus Israel, wo Leute von Israel aufgefordert werden, in eine bestimmte Richtung zu gehen, um dort in Sicherheit zu sein, während sie dort ankommen oder auf dem Weg sind, bombardiert werden. Es gibt keine Bilder aus Israel, wo Strom abgeschaltet wird, wo alles abgeschaltet wird, sodass Ärzte, Kinder, verstorbene Kinder, alte, krebskranke Menschen operieren und sie behandeln und keinen Strom haben und um zu sehen, was sie dort machen, ein Handylicht benutzen müssen, das letzte Licht, was ihr Akku noch herhält. Ja, solche Bilder gibt es aktuell nicht aus Israel und ich finde, dass man, es ist, wie gesagt, nichts Schönes, aber man muss das Kind beim Namen nennen und man muss Tatsachen einfach aufstellen. Wir sehen auch keine Bilder aus Israel, wo innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum 20.000 Menschen sterben. Und ich finde es nicht schön, dass in Deutschland auf der einen Seite, wenn die Hamas, die nicht repräsentativ für die gesamte palästinensische Bevölkerung, eine Gräueltat begeht, was keiner absprechen darf, dass dann immer von bestialisch gesprochen wird und von Horrorszenarien gesprochen wird, was sie sind. Aber im Gegenzug dazu, wenn dann Israel das ist für mich ein versuchter Völkermord, der dort stattfindet. Es gibt Berichte aus neu entlassenen Gefangenen aus Israel, die jetzt gerade freigelassen wurden, die darüber berichten, dass sie auch im Gefängnis, das sind keine, nur fürs Verständnis, keine Hamas-Terroristen, das sind ganz normale Zivilisten. Kinder werden dort verhaftet. Kleine Kinder wurden verhaftet, als sie 10 Jahre alt waren, weil sie mit Steinen geschmissen haben, die dann im Alter von 18, 19 Jahren wieder rausgekommen sind. Diese Menschen, die ihr halbes Leben im israelischen Gefängnis unschuldig gesessen haben,
berichten darüber, dass sie dort geschlagen, gefoltert wurden, dass sie dort vergewaltigt wurden, dass das israelische, ich weiß nicht, wer sich dort kümmert, Wärter, Soldaten oder sonstiges, auf den Koran, der für die Muslime heilig ist, urinieren, um einen seelischen Schaden bei den muslimischen Gefangenen anzurichten. Und dass weder das Rote Kreuz noch irgendeine andere Institution jemals in diese Gefängnisse geht, um zu schauen, unter welchen Umständen diese Menschen dort leiden, was mit dem dort gemacht wird. Und wenn wir über Bilder sprechen, dann tut es mir wirklich leid, das sagen zu müssen, dann verliert Israel den medialen Kampf um die Bilder. Weil das, was im Gazastreifen passiert und die Bilder, die dort rauskommen, das kann man mit nichts vergleichen, was jetzt aktuell in der Öffentlichkeit steht. Das ist meine Meinung dazu. Also ich bin da, es soll mir keiner übel nehmen, ich bin da wirklich sehr emotional bei der Sache, weil das sind... Ich bekomme wirklich sehr, sehr schlimme, sehr, sehr schlimme Bilder, sehr schlimme. Ich habe Kontakt zu Leuten, die dort gerade sind, die von dort geflohen sind und was für Geschichten diese Leute mir erzählen, wie sie verfolgt wurden, wie sie angegriffen wurden, wie viele Menschen sie verloren haben. Das ist nichts Schönes. Also beide Seiten bekommen diese Bilder und diese Gräueltaten und natürlich jetzt in der Abwägung 20.000 sind mehr als 2.000, aber das haben Sie auch schon zu Anfang gesagt und Sie bestätigen das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, genauso. Wir können es nicht an irgendeiner Quantität festmachen, sondern einfach an dem, was da passiert. Also das, wie da vorgegangen wird. Und jetzt ist aber wieder meine Frage, weil mich beides auch emotionalisiert. Wenn Sie das erzählen, Herr Böhmann, emotionalisiert mich das. Wenn Sie das erzählen, Herr Žižek, emotionalisiert mich das auch. Und ich mich aber frage, wie finde ich da für mich einen Kompass in Bezug darauf, was die Haltung oder nennen wir es auch Solidarität jetzt in dem Fall für einen Sinn hat, wenn, und das ist der Punkt, nicht wie zum Beispiel jetzt auch Herr Žižek, Sie haben das ja beim Erdbeben damals in der Türkei gemacht, da waren Sie das erste Mal hier kurz danach in der Sendung. Sie sind halt hingefahren und helfen. Also Sie empören sich nicht nur, sondern Sie fahren dann auch hin und machen was vor Ort so. Dann, sage ich, hat eine Haltung und auch eine Empörung am Ende wirklich etwas Positives bewirkt. Aber so hatte ich das ja auch schon in meiner Anmoderation genannt, es wird ja geradezu erwartet, dass wir uns solidarisieren, jetzt mit einer Seite, bei der Ukraine war es die Ukraine, jetzt ist es Israel. Und wie gesagt, ich versuche das nicht zu... Was sagen Sie, dass das erwartet wird? Das ist, aber das würde ich ja anzweifeln. Okay, das ist aber spannend. Danke, ja, dann ist das meine Frage. Wird es gar nicht erwartet? Glaube ich das nur, dass es erwartet wird? Werbung. Einzigartig, einfach intelligent, das Wallaphone 22. Wichtige Alltagsfunktionen mit einer Geste aufrufen. Mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das leistungsstarke Wallaphone aus Deutschland auf wolla.online. Es gibt so Lippenbekenntnisse, die von der deutschen Politik immer kamen. Der Satz von Angela Merkel ist ja auch bekannt, die Sicherheit Israels sei Staatsräson. Aber immer wenn [S2] Genau. [S1] Es dann darum geht, der Sache auch Taten folgen zu lassen, passiert dann für gewöhnlich relativ wenig. Also das waren Lippenbekenntnisse. Und wenn man das mal mit der Ukraine vergleicht, nach dem Angriff Russlands auf Ukraine waren überall Ukraine-Flaggen, sind immer noch überall Ukraine-Flaggen. Tatsächlich hat man am 8., 9., 10. Oktober hier und da dann Israel-Flaggen gesehen. Die sind sehr schnell wieder verschwunden. Ich habe unglaublich viele Geschichten von Schulen, wo gesagt wurde, wir wollten jetzt auch die Israel-Fahne hissen. Nein, machen wir nicht. Das würde nur zu Konflikten innerhalb der Schule führen. Es gibt Chanukka-Veranstaltungen, also das jüdische Lichterfest, das jetzt ausgesetzt wird, weil die Angst haben, dass es dann Konflikte gibt. Es gibt Demonstrationen auch vor Synagogen. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, dass das jüdische Leben in Deutschland nicht mehr stattfinden kann, aufgrund von einer Situation, die gerade in Israel passiert. Das wäre ja so, als würde man aufgrund der Politik im Iran oder irgendeiner anderen Politik jetzt sagen, ja, dann sollen sich die Muslime auch nicht wundern, dass jeden Tag 2000 Leute vor ihren Moscheen stehen und rufen Muslime ins Gas. Das ist aber mit Juden passiert. Juden ins Gas vor der Oper in Sydney, nicht in Deutschland, aber da wurde es gerufen. In Deutschland wird seit 2014, Berlin 2014, Jude, Jude, feige Schwein, komm heraus und kämpf allein. Wenn das
2000, 3000 Männer im Chor auf den Straßen von Berlin singen, macht das was mit dir. Im gleichen Jahr in Essen wurde gerufen, Adolf Hitler, Adolf Hitler, und zwar, weil die dort Demonstrierenden diesen Namen toll fanden. Und sie haben eben alle, die das gerufen haben, Palästina-Fahnen geschwenkt. Wo ich mich frage, wo sind denn die Menschen, die mit dieser Fahne etwas Positives und Tolles verbinden, wo sind die, wenn ihre Fahne dort offenkundig missbraucht wird? Vor allem, wenn ich weiß, ich bin im Theater tätig, ich bin Comedian, ich weiß, wie gefährlich es sein kann, sich zum Beispiel über den Islam lustig zu machen. Westergaard, der hat Anschläge überlebt, weil er den Propheten Mohammed gezeichnet hat. Immer wenn irgendwo ein Prophet gemalt wird oder wenn ein Koran verbrannt werden soll, gehen Tausende Muslime, Hunderttausende Muslime weltweit auf die Straße, weil sie sagen, das Buch ist für mich heilig, das darf nicht verbrannt werden. Jetzt wurden Menschen verbrannt, und zwar mit Intention, nicht als Kollateralschaden, was furchtbar ist, mit Intention. Wo sind die Proteste? Ist ein Mensch, der brennt, weniger wert als ein Buch? Ernsthaft? Verstehe ich nicht. Herr Maggio? Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber Sie haben eine andere, also ich sage mal, Sie haben eine andere Perspektive auf das Ganze, nämlich ja eher, wenn ich das richtig eben verstanden habe, die Perspektive der Neutralität, beziehungsweise eher dieses, dass Sie sagen, egal welcher Seite, mit welcher Seite man sich solidarisiert, es führt immer in die Spaltung am Ende. Also ich finde wichtig, mal zu betrachten, gegen wen hier Gewalt und Aggression ausgeübt wird. Und das ist halt viel multipräsenter, wie vielleicht gedacht wird, denn das die israelische Bevölkerung wird auch von ihre Regierung unterdrückt. Ich bin sicher, das ist auch nichts Freiwilliges, ein Militär zu finanzieren. Ich bin mir sicher, dass, wenn ich mir überlege, irgendwelche Hamas-Führer jetzt im Ausland sitzen, die vertreten ja auch nicht ihre Bevölkerung, sondern die unterdrücken auch ihre eigene Bevölkerung. Wenn wir jetzt in Deutschland dazu genötigt werden, das ist ja keine Nötigung, das ist ja Zwang, auch wieder Kriege zu finanzieren, dann verübt die deutsche Bundesregierung gegen die deutsche Bevölkerung Gewalt. Das ist aber vielen halt nicht bewusst, und diese Grenze ist aber klar zu erkennen, und da möchte ich mich einfach rausnehmen und keiner dieser Seiten meine Energie und Unterstützung zuführen. Und dann ergibt sich da eben auch für mich ein sehr klarer moralischer Kompass, dass halt Mord Mord ist, und egal was für Begriffe man nennt, es bleibt Mord. Und es gibt auch keine Staaten, die morden, sondern es sind immer Menschen. Das, was hier mir gesellschaftlich passiert, das ist ein Hyperraum der Moral, der entsteht, der uns von Menschsein generell wegbringt. Verstehe ich das richtig? Also Sie sagen im übertragenen Sinne, egal welche Seite man unterstützt immer die Gewalt. Wenn man jetzt eine der Kriegsparteien unterstützt, auf jeden Fall. Ist doch da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht der Fakt ist. Also wenn ich jetzt eine Kriegspartei unterstütze, zum Beispiel mit Waffen, dann werden da sicherlich mehr Menschen sterben. Und das ist so eine Facette, die ich zu Ukraine und Russland vermisst habe und eigentlich in jedem Konflikt vermisse, dass es die Seite der Menschlichkeit gibt. Und dann ist es für mich die einzigste Möglichkeit, da nicht mitzumachen, ja, und keine der Seiten zu unterstützen. Ich werde ja selber erpresst durch Gewalt. Also ich muss hier Steuern zahlen und damit werden Kriege finanziert. Und das ist so eine Facette, ja, die fehlt mir einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das dann als Neutralität bezeichnen kann, weil an sich ist es ja nicht neutral. Ich bin auf der Seite der unschuldig Unterdrückten, teilweise durch ihre eigenen Staaten. Das ist das, was natürlich mir ein großes Anliegen ist. Aber das ist ein guter Punkt, weil wenn Sie sagen, dass man Gewalt rechtfertigt und ausüben muss, wenn man sich innerhalb des Konfliktes positioniert, stimmt das? Und ich glaube, das wollen viele Leute eben nicht. Sie wollen eben nicht mit dem Gedanken leben, dass sie Gewalt verteidigen. Vor allem Gewalt verteidigen, wo auch Fehler begangen werden. Und deswegen erlebe ich das in Konflikten immer so, dass sich viele Leute eher auf die Seite schlagen, wo sie mehr das Gefühl haben können, die sind mehr Opfer als Täter. Und wenn sie das schaffen, sich das einzureden, dass eine Seite mehr Opfer ist, fällt es ihnen leichter, sich auf die Seite zu schlagen, weswegen ja auch mit sehr vielen Opfernarrativen auch immer gearbeitet wird, auch in Kriegen, das ist klar. Und das stimmt schon, das ist eine gute Ergänzung. Man würde es halt reinziehen. Aber ich kann halt die Verteidigungstaten Israels halt gut verstehen. Also wenn Sie mir jetzt sagen, Israel begeht Gewalttaten, sage ich, ja klar, Verteidigung ist Gewalt. Verteidigung ist die Idee, auf Gewalt reagiere ich mit noch mehr Gewalt, und zwar mit so viel Gewalt, dass die andere Gewalt aufhört. Es gibt ja immer, man muss immer Gleichgewicht halten. Nee, die Gewalt der Verteidigung muss immer heftiger sein als der Angriff, weil ansonsten hört der Angriff nicht auf.
Ich finde, Sie dehnen auch ein bisschen den Begriff der Notwehr, auch einfach, wie ich das jetzt neutral betrachte. Ich werde vielleicht nochmal zu sprechen kommen, aber um Gaza ist ja eine Mauer und ein Zaun gewesen. Das ist etwas, was zur Prävention vielleicht auch hätte helfen können. So, das fehlt mir auch sehr in den Diskussionen. Wie konnte das überhaupt passieren? Ja, gab es da nicht? Die Geheimdienste wissen wahrscheinlich, wenn da eine Maus unten runter buddelt, aber da wurde das Volk nicht beschützt. Aber für mich, nochmal auf den Punkt zurückzukommen, es ist dieser Begriff der Notwehr für mich halt ein bisschen zu weit hergeholt. Das hat auch was mit die Not abwenden. Das ist so ein bisschen fast schon wie Minority Report, die Verbrechen der Zukunft verhindern, indem wir die potenziellen Mörder der Zukunft töten. Und das hat mit meiner Moralvorstellung überhaupt nichts mehr zu tun. Ja? Notwehr bedeutet, dass ich einen Angreifer abwehre. Und das Recht möchte ich niemandem absprechen, kein Menschen. Aber das Argument jetzt, dass Israel sich als Staat nur verteidigt, so ich kann es nicht nachvollziehen. Ganz kurz, bevor ich zu Herrn Kramer komme, Herr Böhmann, würde mich nur interessieren, bei dem, was Herr Maggio gesagt hat, wie beurteilen Sie das, wenn er sagt, irgendwie da, das schwang so mit irgendwie nach dem Motto, dass der Geheimdienst das eigentlich hätte verhindern können? Ich stelle Fragen. Ich frage mich, für was. Ja, das ist eine Frage. Also deswegen stelle ich es jetzt an Herrn Böhmann, weil wenn es um Konflikte geht und wir sind ja alle der Meinung, Krieg ist furchtbar, weil dort Unschuldige sterben, weil dort Kinder sterben. Das ist uns allen klar. Der Krieg ist nun mal eine Realität. Und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir als Täter damit um und wie gehen wir als Opfer damit um? Und beides sucht man sich nicht immer aus. Im Krieg, die wenigsten Leute suchen sich auch aus, im Krieg zu sein. Und natürlich kann ich es verstehen, dass man halt guckt, welche Fehler macht denn Israel? Und das verstehe ich total, weil ich gehe da radikal weiter. Ich sage, in dem ganzen Konflikt zwischen Hamas und Israel macht nur Israel Fehler. Weil das die einzigen sind, die Fehler machen können. Weil Israel will nicht, dass unschuldige Menschen sterben. Sie sagen es. Man kann ihnen jetzt unterstellen, sie sind böse und meinen es nicht. Ich glaube es ihnen, dass sie versuchen, zivile Tote zu vermeiden und zu verhindern. Die Hamas erklärt in ihrer Charta und in ihren Schriften, dass sie alle Juden töten möchte. Für sie ist jedes tote jüdische Kind kein Fehler. Die macht, der 7. Oktober war in ihren Augen richtig von der Hamas. Israel macht die Fehler, weil sie halt, sie möchte es einfach nicht. Und deswegen nur noch eine Sache, Herr Schild, weil Sie gesagt haben, diese Bilder, dass Leute in Israel aufgefordert werden, ihren Platz zu verlassen, doch, das passiert da fast täglich, immer wenn die Sirenen losgehen, dann sagen die Behörden in Israel, es ist jetzt besser, dass du deinen Platz verlässt, weil es kommen Raketen oder wir greifen vielleicht sogar gerade Gaza an. Dein Gebiet ist in der Nähe des Gazastreifens, das heißt, es könnte auch dich betreffen. Das heißt, die Aufforderung, die Israel an Gaza schickt, dann mit irgendwelchen Flugblättern und so weiter, weil sie dort nicht die Herrschaft über die Bombensirenen haben, klar, es ist nichts anderes wie die Sirenen, die losgehen in Israel. Weil in Israel sagen die sich, wir wollen nicht, dass unsere Kinder sterben und unsere Zivilisten sterben. Deswegen sagen wir denen, bewegt euch. Sie sagen es den Leuten im Gazastreifen auch, aber sie können nicht fort. Aber sehr oft können sie nicht fort, weil sie von der Hamas daran gehindert werden. Und deswegen, wenn ich die Toten, vor allem Kinder im Gazastreifen sehe, weiß ich, wen ich dafür zur Verantwortung zu ziehen habe, nämlich die Hamas. Weil die Hamas wirft auch Raketen. Und die Raketen töten keine israelischen Kinder. Erstens, weil die Israelis richtig viel Geld dafür gegeben haben, ihre Kinder zu schützen. Und weil sie ihren Kindern sagen, bringt euch in Sicherheit. Wohingegen die Hamas, die auch richtig viel Geld bekommen hat, und der Gazastreifen hat richtig viel Geld bekommen, und zwar von der Weltengemeinschaft, richtig viel Geld. Sie haben sehr viel Geld in den Angriff gepackt, aber offenkundig kaum Geld bis gar kein Geld darin, ihre eigenen Kinder zu beschützen. Und das ist die Schuld der Hamas. Und wir wissen, dass die Bomben und die Raketen in Nähen von Schulen und so weiter sind. Und da gibt's halt diesen Satz von Golda Meir, wir können den unseren Feinden vielleicht verzeihen, dass sie unsere Kinder getötet haben, aber wir können ihnen niemals verzeihen, dass sie uns gezwungen haben, ihre Kinder zu töten. Und Frieden wird erst kommen, wenn unsere Feinde ihre Kinder mehr lieben, als dass sie unsere hassen. Okay. Herr Maggio, behalten Sie Ihren Gedanken und Herr Žižek, ich würde gerne Herrn Kramer einmal kurz ranholen, wenn Sie das jetzt so hören. Sie sind sehr still. Nein, meine Freunde von mir sagen mir oft, du beobachtest immer ganz oft und dann kommt mal so ein Schlag. Ich würde gerne
auch ein bisschen in Richtung der Frage auch zur Sendung gehen, was führt uns denn zum Frieden jetzt? Weil ich glaube, es passiert einfach oft an vielen Stellen. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir uns die Fakten beleuchten, dass wir anschauen, was ist passiert, wer hat was gegen wen getan. Ich möchte auf diesen einen Punkt auch nochmal eingehen, diese Diskussion, die wir hatten, so rund um die Superlative und dieses Thema so schlimm, wie es eben war, ohne Frage. Und ich glaube, dieser erste Punkt, zum Frieden zu kommen, ist die Anerkennung überhaupt, dass dieser Teil Natur des menschlichen Wesens ist. Dass so ein böser Kern im Menschen sein kann. Und da muss ich mich mit einschließen. Ich bin jetzt 26. Ich habe in meinem Leben, ich wurde von vielen beschützt. Wenn ich mir überlege, was meine Großeltern, Urgroßeltern und alle Vorfahren, die davor kamen, erlebt haben. Davon wurde ich oftmals, ich habe das so nicht mitbekommen, ich habe es nicht erlebt. Und dann ist es oft, dass man so auch in diese Gedankenstruktur kommt, was nicht sein darf, kann nicht sein. Und dann auch in dieser Konfliktlösung dann hängen zu bleiben, weil man dieses Böse gar nicht verstehen kann. Und in der Psychologie kommt ja oft dieser Punkt, man muss dieses Böse, den Schatten zu integrieren, in der jungen Psychologie zum Beispiel, man muss dieses Böse auch irgendwie erkennen, anerkennen können, um dann überhaupt Lösungen schaffen zu können. In dem Moment, wo ich nicht in mir sehe, dass ich auch eine Person sein kann, die so etwas theoretisch machen könnte, die im KZ hätte stehen können als Wärter. Bevor ich das nicht irgendwie als Möglichkeit sehe, kann ich auch gar nicht nach vorne kommen. Und ich glaube, es gibt in der Geschichte auch genug Beispiele, ob das The Rape of Nanking, also die Japaner, die in China eingefallen sind, ob das das Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn ist oder Viktor Frankl, der ja trotzdem Ja zum Leben sagen geschrieben hat, hier im Konzentrationslager Auschwitz, dass ich durch die Lektüre dieser Werke wirklich zu einem Punkt gekommen bin, wo ich zugeben muss, auch wenn es mich etwas schockiert ist, sozusagen, ich bin an manchen Stellen nicht mehr überrascht, dass das passiert. Das ist Teil des Menschlichen. Und ich glaube, das haben wir an vielen Stellen vergessen. Und dann kommt man auf einmal, oder will ja gar nicht mehr an den Verhandlungstisch oftmals heute, aber selbst wenn man meint, dann sieht man die anderen Menschen so weit weg voneinander, so weit weg von dem eigenen, weil man einfach sagt, nee, mir könnte das nie passieren. Und dann kommen wir nie zu einem Punkt, um überhaupt Gespräche zu starten, was uns denn zum Frieden führen könnte. Und in dieser Diskussion bisher habe ich es eben auch so beobachtet, dass ich glaube, dieser erste Punkt sehr, sehr wichtig ist, überhaupt erstmal erkennen wieder, weil wir die letzten Jahrzehnte so verwöhnt waren, dass die letzten Jahrzehnte wirklich ein absoluter Sonderfall in der Geschichte war und wir es bloß nie anders erlebt haben. Und von dem Startpunkt haben wir dann auch überhaupt erstmal einen gemeinsamen Boden, um überhaupt Gespräche anzufangen. Wenn Sie sagen, ich lasse das einmal gerade auf mich wirken, aber wenn Sie sagen, dass das Böse gehört dazu, gehört es wirklich dazu oder ist es etwas, was entsteht und also was wiederum durch diese Spaltung, durch die Sozialisierung, durch den Druck, der aufgebaut wird einer Gesellschaft, also ist der Mensch wirklich, also hat er wirklich diesen grausamen Anteil wirklich in sich oder ist das etwas, was wir verhindern könnten, wenn wir uns dessen bewusst wären, dass wir das gar nicht, also dass wir das gar nicht sind? Also der Mensch hat das Potenzial für beides. Und es gibt ja diese alten Geschichten, wenn ich uns alle einmal kurz ein bisschen in die Bibel mitnehmen darf, einfach aus dem Punkt, weil es das Werk ist, was im Kern unserer Kultur ist. Und dort werden die ersten beiden Menschen vorgestellt, Kain und Abel. Weil ja Adam und Eva sind von Gott erschaffen, also in dem Sinne nicht die ersten Menschen. Und wie läuft die erste Geschichte der Menschen? Der ältere Bruder erschlägt seinen jüngeren Bruder, der eigentlich das Idol ist. Weil Abel macht alles richtig, bringt seine Opfer, wird gefeiert von Gott. Kain bringt seine Opfer. Man weiß nicht, warum Gott sie ablehnt, aber sie werden abgelehnt. Und in dem Moment kommt dieses Böse hoch. Und der erste Mensch erschlägt seinen Bruder. Und das ist die Geschichte, die wir im Kern unserer westlichen Kultur, in dem wichtigsten Buch unserer westlichen Kultur festgeschrieben haben. Und das ist eben dieser Punkt, wo das Potenzial für beides da ist. Und dem Moment, wo ich mir nicht bewusst bin, dass dieses Potenzial auch in mir ist, dann, und das haben uns die Tiefenpsychologen gezeigt, in dem Moment, wo ich nicht bewusst bin, dass dieser Teil auch in mir ist, bin ich eigentlich am ehesten Gefahr laufen, dass ich genau Ja und Amen sage zu dem nächsten totalitären Regime.
Die Frage ist, wie gehe ich mit Ungerechtigkeiten um? Denn tatsächlich wurde ja der eine Sohn von Gott mehr geliebt als der andere. Und es gibt ja keine Begründung für. Es ist einfach so. Einer war privilegiert, andere eben nicht. Wie geht eben der Unprivilegierte damit um? Wenn er neidisch wird, wenn er zornig wird, dann tickt er komplett aus und dann begeht er Gewalttaten. Und das erleben wir immer wieder, anstatt zu akzeptieren, dass es diese Ungerechtigkeiten gibt. Das ist in unglaublich vielen Dingen, bin ich nicht privilegiert. Da habe ich Dinge nicht mitbekommen, die andere Leute total einfach können. Mir sind Dinge passiert, die anderen Leuten nicht passiert sind. Das ist ungerecht, aber wie entscheide ich mich jetzt? Versuche ich jetzt, die Ungerechtigkeit zu vernichten? So wie es die sozialistischen Regime alle versucht haben, wir wissen, wohin das geführt hat, nämlich in die Gulags und in die Zerstörung, in die Vernichtung von Menschen. Oder sage ich, so absurd es klingt, aber diese gemeine Ungerechtigkeit und die Verantwortung, die wir dafür übernehmen müssen, für die Ungerechtigkeit, die uns widerfahren ist, weil Frankl angesprochen wurde, Viktor Frankl, ich übernehme Verantwortung für Dinge, woran ich keine Schuld habe, weil nur darin die Freiheit wohnt. Und das ist die Frage und das ist der Konflikt, die eigene Verantwortung zu sehen und vielleicht habe ich Unrecht, ich sehe es halt in dem Konflikt Hamas und Israel ganz eindeutig nicht auf der Hamas-Seite und bei sehr, sehr vielen Leuten auf Israels Seite, aber definitiv nicht auf der Seite derjenigen, die sich der Hamas angehörig fühlen, aber mit Sicherheit auf Seiten sehr vieler Palästinenser und auf die müssen wir hören. Weil die wird es auch geben. Es wird die Palästinenser, es gibt sie, die da sitzen und sagen, wir übernehmen jetzt Verantwortung für das Leid, das wir erfahren haben, woran wir keine Schuld haben. Aber wir können jetzt entweder sagen, wir machen Krieg und rasten komplett aus, oder wir versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Und da muss man sich das jüdische Volk angucken. Wenn die nach 1945, wir sagen ja immer, ach, es gibt so viele Dinge, wenn das ein Mensch erfährt und erlebt, dann kann man verstehen, dass der austickt. Wenn wir das wirklich ernst meinen, hätten die Juden 1945 Deutschland vernichten dürfen. Weil, sorry, also da ist nun mal wirklich was richtig Krasses passiert. Und auch da hat man gesagt, nee, ihr Lieben, das geht nicht. Und dann versucht man irgendwie am Ende, Viktor Frankl, Verantwortung zu übernehmen für das, woran man keine Schuld hat. Mhm. Darf ich da nur noch kurz eine Schleife an die Geschichte setzen? Denn die Antwort ja auch auf diese Verantwortungsfrage und auf diesen Punkt, was mache ich in dem Moment, wo diese Bitterkeit hochkommt? Und die Antwort ist ja tatsächlich auch in dieser Geschichte von Kain und Abel, die wir aufgemacht haben. Und das ist etwas, das ich tatsächlich erst in den englischen Übersetzungen verstanden habe, weil die deutsche Übersetzung ist ja eine Frage dann von Gott an Kain in dem Moment. Irgendwie, wenn du richtig handelst, sollst du da nicht aufblicken dürfen. In irgendeiner Form ist es übersetzt. Im Englischen gibt es die simple Übersetzung, if you do well, won't you be accepted? Also wenn du das Richtige tust, wirst du da nicht akzeptiert werden. Und da drin ist dieses Axiom drin zu sagen, in dem Moment, wo nicht das passiert, was ich mir wünsche, muss ich zu mir schauen und die Frage stellen, wo habe ich nicht richtig gehandelt? Weil dieses Gesetz eben gesetzt wird, da, wo ich nicht bekomme, was ich mir wünsche, Kain wird bitter, er bekommt nicht die Anerkennung, die er haben möchte durch seine Opfer, dann ist die einzige Lösung, auf mich zu schauen. Und das ist auch ein Punkt, den wir hier in Deutschland auch gebrauchen könnten, glaube ich. Herr Žižek, ja, Sie rutschen nervös hin und her. Nee, alles, ich bin immer so ein bisschen, ich muss stehen und mich bewegen. Aber Sie kommen mit meinem Kugelschreiber klar. Ja, der ist super, der ist eine gute Ablenkung. Ich brauch den gleich nochmal wieder, aber nee, okay, danke. Passt schon. Wir sind uns darüber einig, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen in dem Punkt. Also ein Land, was angegriffen wird, hat das Recht, sich zu verteidigen im Allgemeinen. Okay? Dafür gibt es aber Regeln, wenn man sich verteidigen möchte. Und zwar ist es nicht gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Okay? Und Israel ist leider gerade in der Situation, dass sie gegen sehr viele Punkte im Völkerrecht verstoßen. Zu sehr, sehr vielen Punkten. Also völkerrechtswidrig ist zum Beispiel, also Kriegsverbrechen, das sind Kriegsverbrechen, die dort begangen werden, offiziell Kriegsverbrechen. Darunter zählt zum Beispiel das Morden von, also bewusstes Morden von Zivilisten. Ja, davon gibt es ganz viele Videos von ranghohen Militärs und von Politikern, die dort sind, die auch ganz offen und ehrlich sagen, unser Ziel ist nicht Genauigkeit, sondern die breite Masse. Dann gibt es Aussagen, dass die Leute dort keine Menschen sind, sondern Menschentiere sind. Ja, was auch ein Kriegsverbrechen ist, ist, dass man Krankenhäuser angreift.
Das wird hier in dem Fall auch gemacht. Dass Leute vertrieben werden, das wird in dem Fall auch gemacht. Also vergessen wir mal die letzten 75 Jahre, die ganze illegale Siedlungspolitik, die Israel im Westjordanland und in diesen ganzen Gebieten dort macht, wie Leute aus ihren, seit Jahren, das geht jetzt nicht seit einem Monat, sondern seit über einem Jahrzehnt, seit mehreren Jahrzehnten geht das schon so, dass die Leute dort unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen leben. Und vergessen wir all das. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns einfach darauf, dass jetzt eine Verteidigung stattfindet, die gerechtfertigt ist, obwohl das eine Land ausgelöscht wird und das Volk ausgelöscht wird und in dem anderen Land fast gar nichts passiert, außer dass Leute mal Sirenen hören und dann abhauen müssen, was auch sehr schrecklich ist. Also wie gesagt, jedes Leid ist schrecklich, aber da ist die Relation nicht da, meiner Meinung nach. Und es ist für mich auch kein Kollateralschaden, wenn fast 30.000 Zivilisten innerhalb so kurzer Zeit sterben. Wir waren letztens auf einer Demo gewesen. Dort haben Teilnehmer der Demonstration ein Tuch gehabt, meterlang, und da sind die Namen der Verstorbenen drauf gewesen. Wurde ganz schön draufgeschrieben als Andenken dafür. Das Ganze hat 4 Tage lang gedauert. 4 Tage Arbeit, also nicht 4 Arbeitstage, sondern 4 mal 24 Stunden, um diese Namen auf dieses Ding ganz schön geschrieben hinzukriegen. Und das ist für mich keine Selbstverteidigung. Man sollte damit mit Struktur rangehen, und wenn man einen Feind hat und diesen Feind auslöschen möchte, dann geht das nicht, indem man so viele Menschenleben mitnimmt. Und was ich mir wünschen würde, mich interessiert nicht, wer welche Meinung hat und wer sich wie positioniert, soll jeder sich positionieren, wie er möchte. Aber ich bin der Meinung, dass Deutschland nicht, weil sie einen Genozid betrieben haben, etwas, nicht das Gleiche und auch nicht im gleichen Ausmaß, aber etwas, was in die Richtung geht, jetzt deswegen unterstützen müssen oder dürfen. Das sollten die einfach nicht machen, und das ist meiner Meinung nach absolut verantwortungslos. Aber zum Genozid gehört ja die Intention, und es werden Raketen und Bomben von Gaza aus geworfen, auch auf Schulen, Kindergärten, wahllos auf alles. Es soll sie töten, wie viele Raketen kommen in Israel an, wenn ich fragen darf? Das ist nämlich das Ding. Und warum kommen sie nicht an? Wegen der Raketenabwehrsysteme. Genau. Genau. Das heißt, der Grund, warum es nicht so viele Tote auf Israels Seite gibt, ist, weil sie ihre Zivilisten schützen. Was soll denn jetzt logischerweise passieren? Soll Israel aufhören, die Zivilisten zu schützen, damit es auf beiden Seiten gleich viele Tote gibt? Nein. Also. Natürlich nicht. Eben, und das ist doch die Schwierigkeit. Deswegen sage ich, nur Israel macht Fehler. Was soll denn Israel machen? Ich sage nicht, dass nur Israel Fehler macht. Das war nie meine Aussage. Nee, ich sag das. Weil in meiner Logik sage ich ja, Israel möchte nicht, dass Unschuldige sterben. Deswegen, jeder Unschuldige ist ein Fehler. Das weiß auch Israel. Das wissen auch die Verantwortlichen, die meisten, und alle meine Freunde in Israel. Die wollen das nicht. Die wollen lieber von Freunden umgeben sein, als von Feinden umzingelt. Woher kommen dann aber diese Aussagen dieser Politiker, dieser Militärmitarbeiter, der Soldaten, die feiern und tanzen, nachdem sie Menschen getötet haben? Also oft, das sind ganz offensichtliche Videos, die tanzen dort und feiern, nachdem sie Menschen umgebracht haben. Und nicht nur Terroristen, sondern auch Menschen und Kinder. Das also die Frage ist, feiern die, weil sie Menschen umgebracht haben, oder feiern sie aus anderen Gründen? Also mit welcher Haltung begegne ich diesen Menschen? Unterstelle ich ihnen böse Absichten? Ja. Es ist Krieg, es ist furchtbar, natürlich. Aber wie gehe ich damit um? Und das finde ich wieder sehr schön, dass man das Böse in sich erstmal zulässt. Zu was wäre ich bereit, wenn mir das passieren würde? Das fragt ja auch die palästinensische Seite. Genau. Das ist immer, was passiert oder wie würdest du reagieren, wenn dir das passiert? Und ich glaube, was wir erleben, wenn es die Menschheit noch 5.000, 6.000 Jahre geben sollte und man guckt auf unsere Zeit, dann wird man über diesen Konflikt sprechen als einen Teilkonflikt des tausendjährigen Krieges zwischen, und das klingt brutal, aber ist es Christentum und Islam. Machen wir uns nichts vor, das sind die, die sich da im Nahen Osten bekriegen. Als die Römer den Juden ihren Tempel genommen haben, als sie die Juden vertrieben haben, als sie das jüdische Land zerstört haben, haben sie das eingenommen, dann wurde es erst christlich, dann wurde es wieder muslimisch, das Osmanische Reich war auch mal dabei, dann haben sich die Christen wieder geholt, dann kommen die Muslime. Und das Krasse ist ja, und das sage ich, ich komme aus einer christlichen Sozialisierung, ich bin Christ, der Christ, wenn er seine Religion bis zu Ende denkt, ist ein missionierender Mensch. Christentum ist eine missionierende Religion. Geht davon aus, wenn alle Menschen Christen sind, ist die Welt in Ordnung. Islam ist auch eine missionierende Religion. Die sagen, wenn die ganze Welt muslimisch ist, ist die Welt in Ordnung. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir mal auf uns schauen, was sagt denn unsere Kultur, sagt meine Kultur auch ein bisschen, wenn die ganze Welt christlich ist, ist es super. Die islamische Welt sagt, wenn die ganze Welt islamisch ist. Das Judentum interessanterweise hat nur einen Anspruch.
Jerusalem und das Gebiet darum, nämlich das, was Israel ist. Das ist das Einzige, was die wollen. In der ganzen Zeit der Diaspora, ob in Frankreich oder Deutschland, USA, Kanada, die haben nie einen Gebietsanspruch gehabt auf irgendetwas anderes. Es gibt richtig viele islamische Länder, die das Glaubensbekenntnis des Islams auf der Flagge haben. Es gab das Heilige Römische Reich, es gab sehr viele christliche Reiche. Es gibt sehr viele Länder, die sich eher christlich definieren. Der Anspruch, irgendwie doch die Welt erklären und beherrschen zu wollen, ist da. Nur in Israel, da gibt es dann einen neuen Konfliktpartner, nämlich die Juden. Und das Schöne ist, da können sich dann Christen und Muslime darauf einigen, dass sie das doof finden. Die finden an den Juden eigentlich nur das doof, was sie selber doch auch fordern, Weltherrschaft. Aber weil es da diesen einen kleinen Flecken gibt, die die Juden für sich beanspruchen, macht man sich fertig. Dann sind es auf einmal Besatzer. Jede Nation ist eine Besatzung. Sie besatzen aber. Ja, sie besatzen aber Deutschland ist auch eine, jedes Land ist eine Besatzung. Menschen. Das machen wir auch. Das ist ja alles schön und gut, aber ich meine, Sie reden von der Intention der Israelis. Sie sagen, die haben ja eine ganz andere Intention, als da gesagt wird. Aber wie kann es denn dann sein, dass es Videos und Bildmaterial, auf das Sie sich ja auch so beharren, von militärischen Führungskräften gibt, die dort in ihren Ansprachen bei den Soldaten Hass verbreiten? Wie kann es sein, dass Soldaten, die ja keine böse Absicht haben, und jetzt ist es ganz gleich, ob das Zivilisten oder ob das Hamas-Terroristen sind, dass sie diese Leichen dort fesseln, dorthin legen und es filmen, wie sie auf diese Leute urinieren und das Ganze noch ins Netz laden? Also, das ist doch... Das ist furchtbar. Und ich hoffe auch, dass all die Leute, die das machen, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist doch eindeutig. Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz dazwischen gehe. Aber es ist doch auch immer nur, also nur in Anführungsstrichen, bitte um Gottes Willen nicht falsch verstehen, es sind ja immer nicht alle. Also, immer nur, darauf war das nur bezogen, ein paar, ich nenne es jetzt mal, verrückte, brutale, durchgeknallte, die das tun. Aber es wird immer so, also wie gesagt, ich beobachte ja dieses Gespräch nur und stelle dabei fest, das ist das, was mir gerade so irgendwie dazu in den Kopf kommt, dass es ja auf beiden Seiten auch nicht die Bevölkerung ist, sondern es sind dann immer die Militärs oder die Hamas, die das steht ja nur für einen ganz kleinen Teil. Das heißt also, die anderen müssen aber alle darunter leiden. Genau. Also alle leiden darunter, auf beiden Seiten so. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Übernehmen wir Verantwortung für unser Leid? Ich finde das super, Idee, dass Viktor Frankl angesprochen wurde. das ist ja das Thema von Herrn Maggio. Also. Ja, ich hätte da schon eine Idee, dass man mal vielleicht darauf achtet, was ja eine Grundursache oder ein Grundübel ist, wieso sowas zustande kommt. Wenn wir uns einfach das beispielhaft anschauen, ich bin mir sicher, dass jetzt eine Familie aus Palästina, ich nenne sie jetzt einfach mal Familie Meier, weil ich keine palästinischen Nachnamen weiß, die haben doch kein Problem mit einer jüdischen Familie. Ich bin mir sicher, dass auch es nicht um echte Feindschaften geht, sondern was ich schon sehr lange predige, es geht um die Gefahr der Ideologien. Und das ist das Problem. Denn Palästina gegen Israel, Judentum gegen die Muslime, wenn wir verstehen würden, dass wir einfach Menschen sind, dann gibt es keinen Grund für die Familie Meier, durch diesen Zaun durchzubrechen, keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, um dann die Familie Müller auf der Seite von Israel umzubringen. Aber davon haben wir uns so losgelöst. Mhm. Das ist einfach das Böse, wenn man das überhaupt so nennen mag. Ich bin auch kein Freund von dem Begriff Böse, weil es ist eine leere Hülle. Was ist Böse? Jeder belegt es auch anders. Man kann das sehr konkret machen. Wenn es eben gegen unschuldige Menschen geht, dann ist es etwas, was ich... in dem Sinne verurteile, und die unschuldigen Menschen sterben, weil sie Ideologien aufsitzen. Und es ist dann eben der Staat, im Endeffekt bin ich ein Kritiker der Herrschaft. Wieso gehen die nicht in den Ring? Die könnten doch einen MMA-Fight machen. Dann soll doch der Herr Netanyahu mit dem Anführer der Hamas in den Ring gehen und die Sache ist erledigt. Aber darum geht's doch gar nicht. Und das ist meine Auffassung, keiner Seite darum, sondern hier werden Menschenleben verheizt für ideologische Ziele. Und die israelische Familie ist genauso Opfer wie die palästinensische Familie von ihren eigenen Herrschern, die sie akzeptieren. Und dafür stehe ich ein, dass eben Herrschaft mal hinterfragt wird. Und dann hätten wir nur noch Menschen, die handeln. Und dann gibt es jemanden, der drückt auf den Knopf und dann stirbt jemand, dann ist der schuld. Und dann ist der schuld, der ein Maschinengewehr hat und jemanden erschießt. Dann ist der schuld, der jemanden anzündet. Aber diese für das Gute, das ist das, wo ich die Gefahr auch eines Dritten Weltkriegs sehe, dass wir hier Licht gegen Dunkel haben. Das Problem ist, beide Seiten behaupten, dass sie das Licht sind. Und deswegen, was ist gut und was ist böse? Sehr schön gesagt. Gehe ich jetzt in Gazastreifen, da werden mir andere Menschen andere Meinungen geben. Und
ich möchte das verstehen. Ich möchte einfach verstehen, wie kommen wir als Gesellschaft oder als Menschheit raus, diesen Ideologien so aufzusetzen, dass sie uns zu Millionen in den letzten Jahren verschachern. Wahrscheinlich seitdem es Herrschaft gibt. Ja? Denn sonst würden sich die Herrscher selber in den Ring steigen. Und deswegen ist da jeder in eine Falle reingekommen. Wir haben ja am Anfang schon angesprochen, dass immer, wenn man versucht, den politischen Gegner zu diskreditieren, sagt man, ist ein Nazi. Und dahinter ist ja eine Absicht, weil gegen Nazis kann man Gewalt anwenden, Widerstand, ist ein Nazi dagegen. Das ist der Grund, warum man jemand anderen zum Nazi macht, weil man Gewalt gegen diese Person anwenden möchte. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht dennoch Menschen gibt, die dieser Ideologie immer noch anhängen oder die wirklich böse Dinge tatsächlich tun. So, und da muss man sich mal angucken, passiert es manchmal, dass gegenüber Israel Feindbilder kreiert werden, die einfach bei Israel nicht stimmen. Zum Beispiel, stimmt. Und das passiert halt. Von allen Seiten wahrscheinlich, oder? Ja, aber es gibt nun mal die Hamas. Und sie sagt, was sie will. Und das findet man so auf Israel. Es wird ja gar nicht gegen die Hamas gekämpft. Also das ist ja auch das, was ich mir dann... Wo ist denn die Hamas eigentlich gerade im Gazastreifen? Ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht. Aber ja, nur, ich möchte darauf hinaus, weil es historisch immer so ist, dass man Juden gerne das vorgeworfen hat, was man dann bereit war, ihnen anzutun. Das ist eine historische Realität, die muss man anerkennen. In den Protokollen der Weisen von Zion steht, die Juden wollen die Welt zerstören, die wollen die Weltherrschaft. Warum zitiere ich das? Weil die Protokolle der Weisen von Zion in der Hamas-Charta erwähnt werden. Die davon ausgehen, dass die Protokolle der Weisen von Zion ehrlich sind, also dass wirklich Juden die geschrieben haben, und damit wollen sie die Weltherrschaft. Und damit begründen die, weil die Juden solche bösen, durchtriebenen Menschen sind, müssen wir das ganze jüdische Volk vernichten, so wie es dann in Artikel 7 steht. Und das fordern die halt. Und als die Leute am Wannsee gesessen haben und Auschwitz so geplant haben, da haben die auch die Protokolle der Weißen von Zion. Die haben gesagt, wir müssen das jüdische Volk vernichten, weil die uns unterjochen wollen. Das heißt, die haben den Juden das vorgeworfen, was sie dann an ihnen exekutiert haben. Und das ist etwas, das immer so oft passiert, dass gerade wenn wir über Feindbilder sprechen, dann müssen wir ehrlich darüber sprechen, dass dieses kleine Volk von heute, sind es 15 Millionen, im Vergleich zu 2 Milliarden Christen und ungefähr 2 Milliarden Muslime, 15 Millionen Juden weltweit, eine wirkliche Minderheit, wo ich immer sage, selbst wenn nur 1% aller Muslime Juden hassen würde, ist das immer noch mehr, als es überhaupt Juden auf der Welt gibt. Man muss sich mal die Größenverhältnisse anschauen. Bei Christen übrigens genauso. Wenn nur 1% Christen Juden hassen, sind das mehr Christen, die Juden hassen, als es Juden überhaupt gibt. Wenn wir diese Größenordnung haben und wissen, was in der Vergangenheit alles passiert ist, muss man sich doch mal die Frage stellen, was das ist. Und da ich aus dem christlichen Verhältnis komme, Sie kommen aus dem muslimischen, und weil Sie das so schön angesprochen haben, ey, vielleicht projizieren wir echt verdammt viel immer noch auf Juden. Und der Jude, der jetzt gerade am berühmtesten ist, ist halt der Staat Israel. Und da projizieren wir alles drauf rein. Dann sind das die Besatzer jedes Land. Da kommt ein Tuppes und sagt, der Laden gehört mir jetzt. Fragt man warum? Weil mir Gott das gesagt hat oder weil ich die Hautfarbe habe. Dann ziehen die eine Grenze. Jede Nation ist per Definition eine Besatzung. Und das wissen wir auch in Deutschland jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, wie wir mit der Grenzsicherung umgehen. Alles wie gehen wir denn mit Flüchtlingen um? Ja. Und dann wissen wir, dass zu einer Nation es dazugehört, Grenzen zu schützen, Grenzen zu sichern. Nationen führen auch Kriege. Und dann gucken wir uns mal an, was in Deutschland passiert. Immer wenn ich in Israel bin, sage ich immer gerne so den Muslimen, die dort sind, geh mal nach Deutschland und leb da mal ein Jahr. Und dann guck mal, wo du lieber lebst, weil 20% aller Israelis sind Muslime, sind Araber, leben da und haben da ihre Moscheen und alles. Glaubst du, da steht, wenn da eine Moschee gebaut werden soll, irgendwo in Tel Aviv stehen da auf einmal irgendwelche 20.000 Leute demonstrieren gegen die Moschee? Nein, das passiert dir in Deutschland. Als Moslem lebst du immer noch sicherer und glücklicher in Israel als in Deutschland. Und wenn wir uns das mal wirklich klar machen, ja, Israel macht Fehler, aber im Vergleich zu den Dingen, die wir machen, welches Land in der Geschichte hat bei vergleichbarer Bedrohung noch so umsichtig gehandelt wie Israel? Mal ernsthaft, nenn mir ein Land. Ja, so umsichtig ist es natürlich aus Warte. Im Vergleich. Man kann halt immer viel behaupten, aber man kann aber auch einfach schauen, was ist. Genau, ja, an der Realität. Also wenn man Israel an der Realität bemisst, ist es dann wirklich Vereinte Nationen. Israel wurde mehr kritisiert oder so viel kritisiert wie alle anderen Länder der Welt zusammen. Aber durch die Vereinten Nationen gegründet, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, oder? Also, so viel darf man ja, aber ist das nicht interessant, dass Israel so oft kritisiert wird wie Syrien und Saudi-Arabien und Brasilien, Amerika? Es gibt doch nur 2 Erklärungen. Entweder ist Israel ein Schweinestaat, schlimmer als alle Staaten der Welt zusammen, oder die Vereinten Nationen haben echtes Judenproblem. Das sind die 2 einzigen Möglichkeiten.
Und zur Ehrlichmachung gehört, die Vereinten Nationen sind antisemitisch. Nur woher kommt, also die Frage, die sich da bei mir ergibt, ist, woher kommt das? Weil es für mich so, also ich komme aus Hamburg und ich wohne in einem jüdischen Viertel und da ist eine Synagoge und das ist ein sehr friedliches Viertel und wir verstehen uns alle gut miteinander, wir schätzen uns, wir ehren uns, wir lassen uns in Frieden, aber wir können irgendwie auch gut zusammen mal hier und da einen Plausch miteinander führen. So, das ist also so dieses Problem, was Sie da schildern, das erfahre ich immer nur aus den Medien, ja. Aber ich selber kriege das gar nicht mit. Also das heißt, was die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob es da möglicherweise auch wieder eine massive Übertreibung gibt, weil da wieder irgendwelche Interessen dahinter stehen. Ich frage mich immer, und das kommt ja auch schon, wenn wir darüber sprechen, dass es immer nur eigentlich ein paar sind, die diese Aggressionen auf einer bestimmten Ebene miteinander ausführen, aber die meisten Menschen einfach in Frieden miteinander und in Liebe miteinander leben wollen und sich auch wertschätzen, so dass hier einfach eine Spaltung betrieben wird, die einem Ziel dient. Ja, aber die Spaltung ist in uns drin. Da bin ich wieder ganz bei Ihnen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, okay, dass wir Menschen sind, die böse Anteile haben. Und dass wir Menschen sind, die eifersüchtig und neidisch sein können. Wir verlieben uns in einen Menschen und wenn eine andere Person dazukommt, dann gibt es richtig Krieg. Romeo und Julia, Liebe ist eines der Hauptgründe, Führung der schönen Helena, Liebe war eines der Hauptgründe für Kriege. Das ist doch alles in uns drin. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, sucht man sich ein Feindbild, sucht man sich ein Scapegoat, sucht man sich einen Sündenbock. Und dafür haben die Juden immer schon gut hergehalten. Ja, weil es eine wirklich kleine Gruppe ist, wo man genau weiß, da wird man nie wirklich Ärger bekommen, weil die sind einfach zu klein dafür, dass da wirklich was passieren kann. Und außerdem machen wir uns nichts vor, wenn wir über Islam, Christentum und Judentum sprechen. Judentum hat mit dem Bums angefangen. Man muss sich immer noch vorstellen, es war eine Welt mit vielen Göttern. Da haben so Griechen gesessen und alle haben gesagt, der Mensch ist Spielball der Götter, kann er gar nichts machen. Ja, muss auch keine Verantwortung übernehmen. Weißt du, die Götter spielen da irgendwie ihre schönen Spielchen, saufen ein bisschen Wein und der Mensch, ja, ist halt ein Opfer. Und dann kommen da irgendwann solche bärtigen Typen aus der Wüste und erzählen uns ein von, es gibt einen Gott und für diesen Gott hast du eine Beziehung und eine verantwortliche Beziehung. Ab jetzt bist du verantwortlich für alles, was du tust. Du bist verantwortlich für deine Taten. Du bist verantwortlich für die ganze Menschheit. Dann kommen die auch noch mit 10 Geboten, mit dem ganzen anderen Kram. Sag mal, können wir bitte unsere griechischen Götter wieder haben? Was soll denn der Bums? Da ist man natürlich sauer, wenn Leute kommen und sagen, ey, du bist ein verantwortlicher Mensch. Und daraus kommt dann das Christentum, daraus kommt der Islam. Und es gibt den Koran, es gibt das Evangelium, Bücher, an die wir glauben. Aber tief drin wissen wir, es gibt das alles nur wegen den Juden. Die haben damit angefangen. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir die Verantwortung, die uns im Neuen Testament, die uns im Koran entgegengebrüllt wird, nehmen wir die an? Oder sagen wir, nee, das ist mir zu. Es muss doch einen einfacheren Weg geben. Ich glaube, die Juden sind schuld. So, das also ist das Ding. Ich würde kurz gerne darauf eingehen, weil ich finde das immer interessant, dieses Feindbild Juden und alles ist so. Ich kann diese Karte irgendwann nicht mehr hören. Also wirklich, es ist egal, was man sagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, egal, was ich mache, ich bin antisemitisch. Ich gehe raus auf die Straße, ich veranstalte Demonstrationen, friedliche Demonstrationen, wo es zu Festnahmen kam. Also wir waren an einem Tag 30.000 Leute auf der Straße, das haben wir in Düsseldorf organisiert. Ein Typ wurde da verhaftet, weswegen auch immer, wird getitelt antisemitische Veranstaltung. Wir schreien Parolen, dass wir kein Problem mit Juden haben, sondern dass wir Freiheit für unsere Geschwister, religiösen Geschwister im Nahen Osten sind. Wir wollen, dass diese Menschen in Ruhe leben können. Wir sind Antisemiten. Ich poste ein Video, in dem ich sage, dass Deutschland, dass wir auf Demonstration ein Verbot bekommen. Wir bekommen von der Polizei ein Verbot ausgesprochen, dass wir nicht sagen dürfen, stoppt den Krieg. Es ist verboten zu sagen, stoppt den Krieg. Als ich gefragt habe, was der Grund dafür ist, ist, dass das antisemitisch ist. Ja? Also egal, was ich mache, ich bin Antisemit. Ich wette auf jeder, der mich kennt und mir folgen, mir haben über 700.000 Menschen auf einer Plattform gefolgt, seitdem ich mich einfach nur dafür ausspreche, dass die Menschen im Nahen Osten in Frieden leben sollen. Also ich sage nicht, zerstört Israel, zerstört Palästina.
Lass sie in Frieden leben. Seitdem ich das anspreche, ist mein Account gelöscht. Der ist entfernt worden. Ohne Angaben von Gründen werden meine Accounts eingeschränkt. Ja? Ich kann die Karte leider nicht mehr akzeptieren, dieses alles ist antisemitisch und ist alles Feindbild Juden. Und also ich bekomme davon nichts mit. Ich habe Juden in meinem Umfeld, ich rede mit Juden auf Demonstrationen, mit der jüdischen Stimme sind wir so hier, wir sind so mit denen, wir sind so cool miteinander und wir stehen zueinander und wir helfen einander. Und ich kann das nicht mehr hören. Es ist bis zu einem gewissen Grad. Also alles ist antisemitisch, wirklich, egal was. Ich kritisiere die Politik Israels. Ich kritisiere keinen Menschen der israelischen Bevölkerung, der dort einfach lebt und arbeiten geht und chillt und Spaß hat, den kritisiere ich doch gar nicht. Sondern ich kritisiere die Politik, die dort stattfindet. Ich bin Antisemit. Sind die besoffen oder glauben die selber an das, was sie sagen? Glauben die das selber? Ich werd offiziell, also laut Berichten von Spiegel TV, werde ich vom Verfassungsschutz beobachtet, weil ich Antisemit bin, weil ich Islamist bin. Seitdem ich mich für Palästinenser einsetze, bin ich Islamist. Ich nehme das auch gerne hin, ich bin gerne Islamist. Wenn das die Definition von Islamist ist, da sind viele je Islamisten. Ja, das ist gar kein Problem, dann bin ich gerne Islamist, aber das geht alles in eine ganz komische Richtung. Mhm. Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, Nazi. Man ist dann auch immer gerne genau Nazi. Also es ist exakt ist das gleiche in Grün. Es ist das absolut gleiche in Grün, aber es ist ja absurd. Also wenn da wirklich Leute sagen, beendet den Krieg und dann sagt jemand, sind deswegen Antisemit, Bullshit. Wir haben Anzeigen dafür bekommen. Ja. Wir werden angezeigt dafür. Stopp das Morden, stopp den Krieg. Verboten. Demonstration verboten. Ich war am Potsdamer Platz mit einem Kollegen. Wir waren einfach spazieren in Berlin am Potsdamer Platz. Ich werde verhaftet. Ich werde zur Seite genommen. Was machen Sie hier? Ich sag, was geht Sie an? Polizei. Ich sag, was geht Sie an, was ich hier mache? Ich bin Ihnen doch keine Erklärung schuldig, oder? Ich bin doch ein freier Mensch. Ich kann rumlaufen, wo ich will. Ja, wir kennen Sie. Ich sag, cool. Freut mich, dass Sie mich kennen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hier wurde eine Demo angemeldet, die wurde aber im Nachgang verboten und jetzt sind sie hier. Ich sage, wollen Sie mich verarschen? Da war kein Mensch. Ich war alleine da mit meinem Freund, wir wollen spazieren. Kommt die Polizei auf mich zu und fragt, was ich da mache. Darf ich versuchen, eine Erklärung wagen? Es hat wahrscheinlich vielleicht nichts mit Ihnen zu tun. Das ist wieder die Sache, Verantwortung zu übernehmen für Dinge, warum man nicht schuld ist. Aber es gab halt viele Demonstrationen nach dem 7. Oktober, die echt schlimm waren. Wo Dinge gesagt wurden, die nicht okay waren. Mhm. Und dann passiert das, was Menschen in ihrem Fehler machen. Sie haben diesen großen Kamm und da scheren sie eben alle drüber. Vielleicht sind sie da einfach dabei darunter gekommen. Was ist nicht entschuldigt, was ist erklärt? Weil ich war, kurz danach war ich in Toronto, ich war in Chicago, ich war in Berlin, habe Urlaub gemacht. Überall gab es große palästinensische Demonstrationen. Auf einigen gab es unappetitliche Bilder. In Toronto wurde eine Israel-Fahne verbrannt. Es wurden sehr unappetitliche Dinge gesagt. Gott sei Dank habe ich es nie nach Australien geschafft und war nicht vor dem Opernhaus in Sydney, als er gerufen wurde, vergaste Juden im Chor. Das hat ja alles stattgefunden. Das heißt, da waren hochsensibilisierte Menschen, gerade in Deutschland, wo, sagen wir mal, sowas wie Hamas, Juden ins Gas, Sätze sind, die in Deutschland nochmal eine andere Wirkung haben, dass da vielleicht die Polizei überreagiert hat und dann gedacht hat, ja, das ist auch einer von denen, was nicht okay ist. Aber die Frage ist, wären Sie bereit, dafür auch Verantwortung zu übernehmen? Sie sagen, ich weiß, in welcher Situation ich gerade bin, wie komplex die ganze Sache ist, wie die Engländer, Amerikaner, I own it. Ich versuche trotzdem jetzt nicht böse zu sein. Oh, jetzt bin ich das Opfer. Weil wir sind alle hier keine Opfer. Wir leben, es geht uns gut. Ja. Verdammt, wir sind doch keine Opfer. Sondern kann Gott, dürfen wir uns duzen? Ja, bitte, lass uns duzen. Sehr hart. Ja, also, ich übernehme dafür Verantwortung. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich bin auch respektvoll dem Polizisten jetzt gegenüber. Jetzt wir alle, oder? Ja, bitte. Wir sind jetzt alle per Kopf. Ja. Wir haben dich pinkeln, Manuel. Wir haben dich. Oh Gott, die ausgemacht. Serhat, komm. Das ist aber nicht meine Schuld. Ich weiß, die Regie dreht jetzt durch. Aber egal. Jetzt. Komm, das ist doch ein Applaus wert hier in Magdeburg, oder? Auch. Also, um zu deiner Frage. Schüttel ich euch gleich auch an die Hände. Bitte. Um zu deiner Frage zurückzukommen. Ich bin durchaus dazu bereit, wenn das die Verantwortung ist, die ich übernehmen muss, dann ist das kein Problem. Ja, aber hier ging es in dem Fall darum, dass sie meine Videos kennen. Ich bekomme ganz oft so, kommen Polizisten während Demos zu mir machen so, ey, geile Videos. So passiert voll oft. Aber ist auch egal. Also das ist nicht so mein Thema. Was ich auch unbedingt erwähnen muss, du hast die Demos angesprochen und viele, die mich kennen, werden bezeugen können, dass ich
auf unglaublich vielen Demos war. Wirklich auf sehr, sehr vielen Demos. Und ich habe Videos aufgenommen, stundenlanges Bildmaterial. Ich bin überall mitgelaufen, ich habe mitorganisiert. Und man muss wirklich erwähnen, es gibt wirklich Idioten auf Demos. Die gibt es. Es gibt Idioten, die irgendwelche komischen Sachen rufen, die sie nicht rufen sollen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss dazu auch erwähnen, dass das von einer Demonstration, lass es 3% sein, dieser Idioten. Das muss man erwähnen. Und jeder, der mir was anderes sagt, ich bin überall. Jeder weiß, ich bin überall, nicht nur in Berlin, ich bin in Düsseldorf, ich bin in Köln, ich bin hier, ich war auf jeder Demo. Ich war auf sehr, sehr vielen Demos. Und auch da kamen Journalisten auf mich zu, die mich so hier gefilmt haben, um irgendwie negativ über mich zu berichten. Also ich finde das schade, dass das nicht angesprochen wird. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die, wenn ein Idiot da ist und irgendwas anti-israelisches oder antisemitisches ruft, was dann wirklich antisemitisch ist, dann sagen die, ey, halt die Fresse. Also was machst du da? Wir sind doch nicht deswegen hier. Aber das war ja schon auch damals irgendwie, auch bei den Corona-Demonstrationen ja, so. Das ist ja bei allen Demonstrationen, es wird immer irgendwie die kleine radikale Gruppe gezeigt. Ja. Also das ist eine Wahrnehmung, also da muss ich sagen, da bin ich auch schon das ein oder andere Mal bei Demonstrationen dabei gewesen, wo ich das sogar gesehen habe mit eigenen Augen, wie ein Kamerateam vom Öffentlich-Rechtlichen dann plötzlich genau darauf gewartet hat, dass diese Gruppe kam, um die Bilder zu haben, die dann abends auch in der Tagesschau laufen. Die Montagsdemos. Ja. Ist doch absurd, ernsthaft. Ja, genau. Die wurden uns als Nazis. Demos verkauft. Genau. Das ist absurd. Ja. Und da muss man auch. Ja, bitte. Darf ich eine Geschichte dazu erzählen? Bitte. Öffentlich-rechtlichen. Ich liebe dieses Thema. Das ist meine auch. Jetzt machen wir es. Die sind so geil. Jetzt sind wir wieder. Es gibt auf einer Demo, den habe ich ganz oft gesehen, so ein grauhaariger, bisschen älterer, stämmiger Mann, der immer mit einem Kamerateam unterwegs war, aber er selber hatte nie eine Kamera in der Hand. Okay? Und das bleibt eingeblendet, ne? Okay, geil. auf jeden Fall, der war überall und ich habe mich immer gefragt, wer das ist. Und an einem Tag kommt er auf mich zu, mit seinem Kamerateam hinter sich, so eine Kameras hat er da, kommt auf mich zu und sagt so, was ist denn das für ein Mikrofon? Ich sag, was geht Sie das an, was das für ein Mikrofon ist? Was ist das für eine Frage? Die Szene habe ich gesehen, die war, glaube ich, auf deinem Insta-Kanal, genau. Ja. Genau, ich sag, was geht Sie das an? Er sagt, wer sind Sie denn, sind Sie Journalist? Ich sag, nein. Ich rede noch mit ihm höflich, ne? Ich sag, nein. Er sagt, ja, was machen Sie denn hier? Ich sag, das geht Sie gar nichts an. Und so hat sich das Gespräch auch beendet. Mein Kollege aber hat im Hintergrund mit der Kamera gefilmt, weil wir wussten, dass er die ganze Zeit auf jeder Demonstration extra Leute provoziert, damit er Bildmaterial hat. Der Typ heißt Jörg Reichel und ist Vorsitzender des Journalisten- und Journalistinnenverband in Verdi. Der ist Vorsitzender und der ist halt dafür da, der deckt Leute auf, die gegen Journalismus sind, die Pressefreiheit einschränken. Ja, dabei ist er der Größte, der das macht. Auf jeden Fall filmt er mich und dann gucke ich auf Twitter, ist ein Bericht von ihm persönlich, wo er sagt, dass ich irgendwelche Personen auf ihn gehetzt habe und auf sein Team gehetzt habe und gesagt habe, dass sie die Pressearbeit mit den Armen und so vor der Kamera behindern sollen. Ich denke mir so, what the fuck? Ich habe doch nichts gemacht. Ich laufe auf der Demo rum und dann gibt es daraufhin die ARD, öffentlich-rechtlich, die von unseren Geldern, wo wir arbeiten gehen, die werden davon bezahlt, was ich übrigens auch absolut nicht verstehe, aber die werden davon bezahlt. Und die lügen dann über mich oder über Leute wie mich und beziehen als Quelle einen Jörg Reichel, der ja irgendwie ein ganz ranghohes Tier dort ist und sich für Pressefreiheit einsetzt. Und der muss ja dann Recht haben. Das heißt, Lügner lügen über mich und benutzen als Quelle Lügner. Das ist richtig geil. Und du musst es bezahlen. Und ich muss es bezahlen. Das ist cool, oder? So, das ist das. Und das ist halt das, was ich finde. Also, wir haben verschiedene Meinungen, wir haben verschiedene Ansichten zu dem Thema. Ja, wir haben alle verschiedene Ansichten. Es kann sein, dass der eine sieht sich so im Recht und der andere sieht sich so im Recht. Was aber uns alle verbindet, ist, dass wir eigentlich alle Frieden wollen. Genau, und der Frieden. Und das ist, ja, das ist ein... Den Frieden, Entschuldigung, ja. Herr Böhmann, den Satz lassen Sie mich bitte gerade sagen, den Frieden erzeugen wir dann, wenn wir miteinander in den Diskurs gehen. Also von daher ein großer Wunsch hier bei Fair Talk, der Kollege mit dir zusammen hier am Tisch und dann einfach genauso fair, wie wir das mit allen Gästen machen. Jeder hat seine Redezeit und man kann sich wieder auf Augenhöhe miteinander begegnen, weil das ist ja der Sinn, dass wir wieder einfach lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wirklich ins Gespräch kommen und vor allem... Weil das ist ein schönes Beispiel, dass es da irgend so einen Hansel von den Öffentlich-Rechtlichen gibt, der glaubt, einen Konflikt am
kochen lassen zu müssen, weil er damit Geld macht. Und manchmal frage ich mich, ob was Ähnliches in Israel nicht auch passiert. Denn es gab ja vor 2, 3, 4 Jahren gab es erstaunlich viele Friedensverträge. So mit Israel und so 3 arabischen Ländern. Es war übrigens interessanterweise die Zeit von Corona. Das heißt, so Länder wie Deutschland und alle anderen europäischen Länder, die hatten gerade keine Zeit, sich um den Nahostkonflikt zu kümmern. Weißt du? Die waren mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Und auf einmal klappte es da unten. Manchmal frage ich mich wirklich, ob gerade die Leute in Europa oder in Amerika oder meinen wir auch in Russland oder irgendwo anders, die glauben, dort ihren kleinen Stellvertreterkrieg führen zu müssen. Ob die nicht das eigentliche Problem sind und die sich die Palästinenser und die Juden da unten nicht schon längst vertragen hätten, wenn man die einfach mal in Ruhe lassen würden. Weil das ist wirklich etwas, was die Juden gelernt haben. Die haben 2000 Jahre in Europa gelebt und waren immer abhängig von irgendeinem Fürsten oder von irgendeinem Regime oder von irgendeinem, der sagte, wir tolerieren euch jetzt, wir sind ganz lieb und dafür geben wir euch Schutz. Und irgendwann haben die Juden gesagt, wisst ihr was, es reicht mir, ich möchte nicht geduldet werden. Die verteidigen sich halt seit 1948 und zwar mit dem Staat Israel. Und seitdem machen die auch Fehler, seitdem kann man die auch kritisieren, seitdem darf man die auch ab und an mal hassen, wenn es denen zu weit geht. Aber hinterher versöhnt man sich hoffentlich wieder und trinkt dann irgendwie am Mittelmeer gemeinsam irgendwie eine Fanta oder so. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, manchmal tut Europa gut daran, sich einfach auszuhalten. Noch mehr sogar davon. Ich meine, die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, ist der Krieg gewollt? Und ich würde in der heutigen Zeit sagen, natürlich, sonst würde es nicht passieren. Also ich bin mir sicher, dass es auf israelischer Seite auch Mächte gibt, die froh um diesen Krieg sind und sicherlich nicht im Sinne ihres Volkes entscheiden. Und ich denke, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, der auch dann solche Demonstrationen, die hier stattfinden, also es sind ja auch Spannungen, die dadurch entstehen, auf jeden Fall mehr Spannung, wie wenn die Leute zu Hause bleiben würden. Jetzt ist, ich finde das, was du machst, wenn du wirklich den Menschen hilfst, da ziehe ich wirklich meinen Hut, aber ansonsten ist dieses auf Demos gehen wie hier im Fußballstadion. Nur dann hat man halt ein Israel-T-Shirt oder ein Palästina-T-Shirt, das hilft nicht einer Menschenseele. Das heißt, für mich ist dann eher, wo ist das Machen? Und nochmal auf den Punkt mit dem Frieden. Frieden wird es halt nur geben, wenn der gewollt ist. Und ich gehe davon aus, dass er nicht gewollt ist. Ich gehe davon aus, dass es Mächte, das hört sich immer so komisch an, aber es ist ja so. Also Menschen treffen Entscheidungen, die zu solchen so Konflikten führen. Und ich gehe davon aus, dass es auch nicht Übersprungshandlungen sind, die mal eben in 5 Minuten besprochen werden, sondern mindestens so lange, wie das Problem im Nahen Osten schon existiert oder noch länger. Wahrscheinlich müssen wir vor die Zeit der ersten beiden Weltkriege gehen. Und dann ist wirklich die Frage, wie kommen wir da raus? Genau, das ist die Kernfrage. Das heißt für mich erstmal zu erkennen, wer will Krieg und wer nicht. Und dann müsste man sich vielleicht von den Strukturen, die Krieg wollen, entledigen. Und das ist nach meiner Auffassung, sind das eben die Staaten, die durch Kriege profitieren. Dass dann natürlich auch noch Rüstungsunternehmen oder sonst welche Sachen dabei sind. Aber ich glaube, es hätte niemals einen Weltkrieg gegeben, wenn es nicht Profiteure des Kriegs geben würde. Und genau die vermute ich jetzt auch wieder an der Macht. Und dann hat man genauso Israel in eine Falle gelockt wie Palästina. Man lockt hier mittlerweile die Menschen in die Falle, sich auch hier auf den Straßen anzugehen. Die Patrioten hat man in die Falle gelockt, jetzt auf der Seite von Israel den Feind im eigenen Land bekämpfen zu können. Und ich möchte da einfach aufrufen, einen Schritt zurückzugehen und eben nicht eines dieser Trikots anzuziehen, sondern seinen eigenen Standpunkt vielleicht wieder zu vertreten. Weißt du, warum ich da ganz auf deiner Seite bin und es trotzdem gefährlich finde? Wenn ich mir John Lennons Lied anhöre, so eine Imagine. Und dann stellt er sich ja vor, wie so eine friedliche Welt aussehen kann. Und die sieht aus, dass es keine Staaten und keine Religionen gibt. Das singt er ja. Jetzt sind wir aber eine Erde mit sehr vielen religiösen Menschen. Ob nun Christen, Muslime, Buddhisten oder was auch immer da für religiöse Menschen sind, die so oder so in ihrer Überzeugung gefestigt sind und vielleicht sogar missionarisch tätig sind. Und wie oft hört man das, wenn die Religion weg wäre, dann gäbe es diese ganzen Konflikte nicht. Wir sind aber religiöse Menschen. Wir sind Menschen, die sich Völkern zugehörig fühlen und die sich in Ländern befinden. Und das sind alles Dinge, die kriegsfördernd sind. Und deswegen wieder, Kain und Abel, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir Menschen sind, die zu Völkern gehören, die zu Religionsgemeinschaften gehören, die zu Staaten gehören, dann müssen wir eben auch teilweise die Dinge machen, die man machen muss, um ein Volk zu verteidigen, um ein Land zu verteidigen, um eine Religion zu verteidigen. Und dann begehen wir halt Fehler. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um?
Aber dann werden wir dieses Problem halt nie lösen. So, dann kann ich auch gleich sagen, es wird niemals Frieden geben, solange es eben Herrscher gibt, die ihre Bevölkerung in den Krieg schickt. Also, das aber dann ist zum ewigen Frieden ist der Tod. Sobald du tot bist, ja, hast du Frieden. Aber solange wir leben, dann ist aber auch wieder die Frage, inwieweit muss ich mich überhaupt spalten lassen? Also das wäre ja wieder auch die Eigenverantwortung zu sagen, ich mache bei der Spaltung nicht mit. Also ich gehöre nicht zu dem einen und nicht zu dem anderen Team, sondern ich bin einfach Team Menschlichkeit grundsätzlich. Ich helfe da, wo ich helfen kann oder wo ich auch das Gefühl habe, unterstützen zu können. Herr Kramer, Sie hatten jetzt wieder genügend Beobachtungszeit. Bitte. Danke. Ich würde gerne den einen Punkt einmal noch auf die Spitze treiben mit der Frage, ist Frieden wirklich gewollt? Ich habe mir mal den Spaß auch gemacht in der Vorbereitung. Spaß kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber eins dieser besten Beispiele dafür finde ich eigentlich, wenn wir uns den Welthunger anschauen. Etwas, was ja schon ein ewiges Thema ist. Etwas, wo ja jeder sich auf die Flagge schreibt, ja, da müssen wir was tun. Die Statistiken und die Vorausrechnungen gehen auseinander. Aber irgendwo in einer Reichweite zwischen 30 Milliarden und 330 Milliarden US-Dollar investiert bis zum Jahr 2030, hätten wir die Möglichkeit, den Welthunger auszulöschen. Für immer. Ja. Und 330 Milliarden Dollar, zum Vergleich einfach wieder unser Bundeswehr-Sondervermögen, haben wir mal eben ja 100 Milliarden für locker gemacht. Das war kein großes Problem und das war nur Deutschland. So 330 Milliarden weltweit klingt jetzt eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, nach nichts. Vor allem innerhalb von 6-7 Jahren, die jetzt da sind. Und dann ist eben diese Frage, und dann bin ich wieder aus meiner nervigen Rolle des Coaches auch die Frage, wenn wir alles geben würden, was wir könnten, wie würde die Welt dann aussehen? Wenn wir es wirklich wollen würden in dem Moment. Und manchmal, das stelle ich eben auch wieder aus meiner Einzelarbeit mit den Menschen fest, dieses Thema Anreize, was wir auch besprochen haben, wer profitiert davon, wer hat was davon, dass Krieg ist. Und auch, was du vorhin gesagt hattest, diese 3-4 Jahre, vor 3-4 Jahren, wo diese Friedensverträge zustande gekommen sind. Was ja auch interessant ist, was vielleicht einigen nicht gefällt in dem Moment. US-Präsident war zu der Zeit ja auch Donald Trump. Und ich habe zuletzt ein Interview gesehen mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner, der ja auch durch jeden Dreck gezogen wurde. Ich möchte jetzt keinen verteidigen, aber es war ja einfach so, den hat man ja nie 4-5 Wörter nacheinander irgendwo sagen hören in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und man hat einfach nur gesagt, oh, das ist ein Waschlappen, der kann nichts. So, jetzt in Amerika sind ja auch Formate wie jetzt das, was Fairtalk, woran Fairtalk sich ja orientiert, in Amerika ja nochmal verbreiteter. Gibt es verschiedene Podcasts, wir alle kennen Namen, Joe Rogan, Lex Friedman und so weiter. Und Jared Kushner war im Gespräch mit Lex Friedman und hat wirklich über 3 Stunden dann eben ausgelegt, wie er in seiner Rolle als Vermittler damals im Nahen Osten, wo ja auch jeder gesagt hat, was soll der da machen, der kann eh nichts, einfach mal ausgelegt, was er gemacht hat. Und das Spannende war, dass er sich einfach hingesetzt hat, hat gesagt, wir haben uns angeschaut, was sind die verschiedenen Parteien, die beteiligt sind, welche Anreize haben sie, der Mensch handelt, welche Anreize haben sie? Und dann haben wir versucht, wie wir das irgendwie hinbekommen können. Und komischerweise kamen diese ganzen Verträge heraus und Donald Trump war der einzige Präsident in Ewigkeit, der keinen Krieg angefangen hat. Und die Erkenntnis, die ich einfach aus meiner persönlichen Arbeit mit Menschen immer mitnehme, ist aus all dem, was wir auch aufmachen können zu diesem Thema und wie viel da drin hängt, wie viel Geschichte da drin hängt, wie viel Schwierigkeit da drin hängt. Manchmal muss die Lösung nicht so schwer sein. Manchmal ist es was ganz Simples, wo eine Lösung dabei sein kann. Und Terroristen können keinen Krieg führen, ohne finanziert zu werden. Und ich würde wetten, dass wenn man mit der Intention rangehen würde, nicht in dem, wer hat Recht, wer hat Unrecht, sondern wenn wir tatsächlich einfach diesen Grundsatz haben wollen, jeder Mensch möchte irgendwie die Möglichkeit haben, in Frieden zu leben und diese Anreize zu verfolgen, dass wir wesentlich schneller zu einer Lösung kommen würden, als immer weiter in diesem der andere darf nicht gewinnen, der andere muss alles verlieren. Weil das wissen wir auch, das finde ich im Russland-Konflikt nochmal absolut bedeutender. Wo ja viele die Meinung haben, Russland muss eigentlich bis auf die Knie blamiert werden. Russland muss alles verlieren. Wo man einfach mit etwas gesunder Logik rangeht und sagt, ein Land mit 8000 Atomraketen wird nicht verlieren und eine Welt ohne Russland kann es nicht geben, auch wenn sich das manche wünschen würden. Aber diesen Sprung dann über diesen Schatten zu machen und zu sagen, hier sind Leute mit einer komplett anderen Überzeugung, mit vielleicht einer komplett anderen Meinung, dann aber zu sagen, irgendwie muss ich einen Weg finden, mit denen zu leben und nicht denen ständig alles aufzuoktroyieren.
Und dann muss ich auch an diesen Clip von Helmut Schmidt zurückdenken, wo er dann gefragt wurde, ja, Schmidt, müssten wir nicht eigentlich die Chinesen kritisieren dafür, wie sie mit Menschen umgehen und die Hinrichtungen und so weiter. Und Helmut Schmidt saß da und hat gesagt, ich weiß nicht, warum es mir zustehen sollte, den Chinesen zu sagen, was sie tun und lassen sollten. Und ich glaube, die Lösung wäre viel näher dran, als wir oft glauben. Weil du Donald Trump angesprochen hast, wie krass auch der verteufelt wurde, ne? War ja schlimmer als Hitler. Deswegen, ich freue mich ja, wenn der wieder antritt, dann ist der ja nicht mehr schlimmer als Hitler, der ist ja dann schlimmer als Trump. Weil Trump war ja schon schlimmer als Hitler. Also von daher, das ist ja durch jetzt. Also, und das ist ja völlig absurd, was mit dem Mann gemacht wurde. Und halt, ja, Feindbilder. Und der hat es einfach geschafft. Der ist einfach hingegangen, hat gemanagt. Der ist da hingegangen und hat mit beiden Seiten so geredet, wie man mit beiden Seiten redet. Und offenkundig haben beide Seiten ihn genug respektiert, dass es da drei Friedensverträge gab. Und, ja. Aber, ja. Dann ist doch aber ein Teil der Lösung doch vielleicht die Neutralität. Also Neutralität wird ja oftmals gleichgesetzt mit es ist egal. Das meine ich nicht. Also nicht, dass es einem egal ist, im Gegenteil, sondern einfach nur zu erkennen, ich kann diesen Konflikt als Einzelmensch niemals lösen, aber ich kann die Konflikte lösen, die ich lösen kann. Und damit trage ich dazu bei, dass es für mich und in meinem Umfeld schon mal friedlicher wird. Und das ist dann wie so eine Graswurzelbewegung, die größer wird und wächst und am Ende alle erfassen kann. Aber das wäre dann für mich doch die logische Konsequenz daraus, oder? Die logische Konsequenz ist, dass wir jetzt hier 5 Leute an einem Tisch sind und wir haben es geschafft und werden es auch in Zukunft schaffen, dass wir hier schön friedlich zusammensitzen und nachher noch lecker eintrinken gehen. Und wenn ich das dann sehe, dass sogar in deutschen Talkshows, wo andere Leute sich an die Gurgel gehen, wo ich denke, ey, wenn ihr das nicht mal da im Frieden schafft, was erwartet ihr denn bitte von den Jungs und Mädels da unten im Nahen Osten? Wenn ihr das nicht mal im friedlichen Deutschland hinkriegt, das ist doch das eigentliche Problem. Und was die Spaltung anbelangt, manchmal kann man sich die Spaltung nicht aussuchen, ne? Kleinigkeiten wie, wir können uns nicht aussuchen, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen dafür bezahlen müssen, dass sie uns beleidigen dürfen. Was traurig ist. Da werden wir gegen unseren Willen gespalten, aber wir müssen halt auch dafür Verantwortung übernehmen. Naja, aber Leute, die Verantwortung wäre dann ja zu sagen, Entschuldigung, ich schalte aus. Ja, das sowieso. Das ist dann ja die Verantwortung so. Ja. Und die Verantwortung ist dann ja aber auch zu sagen, also nicht zu glauben, jetzt gibt's hier mit Fairtalken-Format, wenn ich mir das angucke, bin ich rund um die Uhr gut informiert, sondern auch da in der Eigenverantwortung zu sagen, Fairtalk ist ein Puzzleteil von 1000 anderen Puzzleteilen, wieder in die Eigenverantwortung gehen und sagen, ich baue mir meine Informationen zusammen, die sich für mich richtig, logisch und möglicherweise auch mit einer Prise Adlerperspektive so anfühlen, dass ich den Gesamtzusammenhang verstehe. Und Verantwortung übernehmen. Sich sagen, hey, ich muss 18 Euro schieß mich tot. Wie viel müssen wir mittlerweile für ARD und ZDF bezahlen? Zu viel auf jeden Fall. Dass man sagt, das habe ich mir nie ausgesucht, aber trotzdem gebe ich Fairtalk jetzt freiwillig auch ein bisschen Geld. Klar. Werbung. Ja, danke. Das nehmen wir immer gerne, auf jeden Fall. Und das brauchen wir auch für dieses Projekt. Danke für den Hinweis. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, mit zur GZ ist ja auch noch zu sagen, ich meine, dass wir die zahlen müssen, ist ja das eine, aber wir müssen es nicht anschauen. Ja, das ist auch, was viele Leute vergessen. Also es wird trotzdem ja auch noch viel zu viel davon konsumiert. Und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, man hätte jetzt nicht Fernsehen geschaut am 7. Oktober. Also wenn ich jetzt auf meiner Almhütte vielleicht gewesen wäre, dann hätte ich mich auch um diese ganzen Themen gar nicht kümmern können, weil es in meiner Welt nicht existent gewesen wäre. Natürlich sind wir in dieser schnell vernetzten Welt, aber das ist vielleicht auch noch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Informationen in diesem Maße zu uns kommen, also dass keine Information macht sich halt alleine auf den Weg. Es gibt immer Absender von Videos, von Bildern und ich möchte da einfach nicht manipuliert werden. Und ich kann, wenn ich diese Projektionen als Wahrheit nehme, laufe ich halt sehr große Gefahr, manipuliert zu werden. Das heißt, mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, dass ich wirklich nur das, was ich jetzt mit meinen eigenen Augen sehe, als Wahrheit annehme und alles andere immer hinterfrage, warum wird mir das gezeigt? Ich finde es auch schön, wie sich jetzt so die Runde so ein bisschen eingepegelt hat, denn am Anfang hätte ich sonst, ich sage jetzt Gerd, da noch ein bisschen gegengeschossen, weil es so ein bisschen, ja, halt so diese Verhältnismäßigkeiten und ich verstehe auch deinen Standpunkt, du bist da pro Israel, aber mit so einem Standpunkt kommen wir dann nicht zum Frieden, weil das ist dann nicht der Standpunkt, wo wir an so einem Tisch treffen können. Und jetzt nicht wir, sondern diese Konfliktparteien.
Und wenn man den Menschlichkeit abspricht und diese ganzen Sachen, die passiert sind, und das ist so schrecklich und deswegen dürfen wir jetzt noch viel schrecklicher sein und mit denen dürfen wir uns nicht unterhalten, dann darf man das nicht in den Kontext stellen. Aber es gibt einen Kontext. Israel stellt ja auch das, was jetzt passiert, in einen Kontext, nämlich im Kontext zum 7. Oktober. Diese ganzen Verbote, das sind Denkverbote, die auch den Frieden irgendwo unmöglicher machen. Ja, deswegen, ich mische mich da nicht rein. Ich kann jetzt auch keinen an den Tisch bitten, mit mir kann man sich unterhalten, aber da wird halt jetzt für diesen Konflikt, wie du eben gesagt hast, keine Lösung bei rauskommen. Aber vielleicht in unseren kleinen Konflikten, die auch da sind. Aber vielleicht ist, Gott, das ist ein Kalenderspruch, aber wir haben auch Advent. Vielleicht ist Frieden keine Lösung, sondern wirklich ein sich immer entwickelnder Zustand. Natürlich. Dass das etwas ist, wohin man sich hinbewegt und nicht ein Endziel Frieden. Nein. Weil das ist am Ende tot. So. Ja. Außerdem, wenn Weltfrieden herrscht, brauchen wir auch immer eine Armee, die den Weltfrieden verteidigt. Das heißt, jeder, der dagegen schießt, hat dann schon wieder direkt, ne, also das kann auch sehr gefährlich sein. Also das ist einfach, Frieden ist so der Versuch, dass Menschen einigermaßen miteinander auskommen. Und ja, und wenn ich zum Beispiel so etwas höre, wenn du sagst, ja, und dann passiert Israel etwas und dann agiert Israel noch schlimmer. Das ist etwas, das in meinen Ohren krass klingt. Aber das sagst du und dann akzeptiere ich das, dass du das sagst. Ich könnte jetzt komplett ausrasten und könnte sagen, ja, stimmt, dann gehe ich dir an die Gurgel, das ist doch gar nicht, und dann, nein, ich höre mir das an. Ich stimme mit dir überhaupt nicht überein, aber ich höre mir das halt an. Und diese Gelassenheit fehlt mir halt, was aber auch schwer ist, wenn es um Krieg geht. Ne? Wer ist gelassen im Krieg? Aber wir könnten es halt sein, weil wir sind halt nicht im Krieg. Aber die Sache ist, in dem Moment, wo du dich halt verteidigst oder irgendetwas machst oder sagst, pass auf, ich möchte so nicht behandelt werden, verteidigst du dich halt und da machst du eben Fehler. Es ist immer das alte Ding. Und da ist wirklich die Frage, weil wir so ein Bild historisch von Juden haben, so mit Holocaust und Shoah, und wir verlegen Stolpersteine und so, das sind ja immer die Opfer. Und wir können ja alles in die Opfer hineinprojizieren. Ne? Das ist ja immer auch die armen Juden, immer Opfer, wunderschön, da schmeißen wir Grenze ab. Und auf einmal sind Juden nicht nur Opfer, die nichts sagen, weil sie tot sind, sondern es sind lebendige Menschen, die sich verteidigen und somit zu Tätern werden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, und wenn ich so in Israel bin oder wenn ich mit jüdischen Freunden spreche, und ich antworte auch so, wenn ich mich entscheiden muss zwischen geliebt sein und tot, und lebendig und gehasst. Ich wäre lebendig. Herr Žižek, sehr hart, wir waren jetzt per Du. Das haben wir ja besiegelt. Ja. Ich würde noch mal gerne auf den Aspekt zu sprechen kommen mit diesen Demonstrationen, weil Manuel hatte das gerade angedeutet, so Demonstrationen bringen nichts. Und du bist da ja sehr aktiv, also ja. Weil das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich jetzt nochmal grundsätzlich, auch für alle, die möglicherweise jetzt auch neu dazugekommen sind und die vielleicht einiges auch von dem, was wir hier jetzt besprechen, noch nicht so verstehen, wie kann das sein, eine Demonstration soll nichts bringen. Natürlich, die Demonstration ist doch das macht doch die Demokratie aus. Also ich würde da gerne von dir nochmal eine Einschätzung dazu haben. Ein Kollege von mir hat das mal gut gesagt, weil über ihn, also zu ihm wurde auch gesagt, dass Demonstrationen nichts bringen und wir sind halt anderer Meinung. Ne? Es geht jetzt nicht nur um Demonstrationen, die die Außenpolitik betreffen oder Länder betreffen, die nicht in Deutschland sind, sondern es geht auch um Deutschland. Ne? Und er hat daraufhin gesagt, Frauen dürfen heute nicht wählen, weil sie nichts getan haben. Sondern sie dürfen heute wählen, weil sie auf der Straße waren. Frauen dürfen in manchen Ländern Auto fahren, was sie vorher nie durften, weil sie auf der Straße waren. Mhm. Es gibt sehr viele Punkte, die in der Welt einiges bewegt haben, weil die Leute auf der Straße waren. Ja? Und man sieht es in Frankreich und natürlich hoffe ich, dass das Ausmaß in Deutschland nicht genauso wird wie in Frankreich, wo Autos brennen und so weiter, sondern dass wir schön ruhig weiterhin so demonstrieren können, wie wir das machen. Aber man hat das in Frankreich gesehen. Frankreich hat sich auch erstmal ganz solidarisch und unter jeglichen, also und wie hat er das gesagt? Also egal, er sagt auf jeden Fall, wir stehen an der Seite Israels, wir stehen bedingungslos an der Seite Israels. Und als das Volk dann irgendwann Macron hat das gesagt. Macron, oder? Genau, Entschuldigung. Ja, okay, nee. Und als das Volk dann durch diese Demonstration und durch die Aktionen, die dort stattgefunden haben, sehr hohen Druck auf die Politik ausgeübt haben und da passieren Dinge, die sehen wir hier in den Öffentlich-Rechtlichen nicht. Da geht's richtig ab in Frankreich. Dadurch wurde Druck auf die Regierung aufgebaut und dadurch hat Macron das erste Mal die Eier dazu, auch wenn es gezwungen war, auch wenn es gezwungenermaßen war, hat er das erste Mal gesagt, dass das Verhalten Israels nicht korrekt ist. Und viele glauben immer, dass sie nichts bewegen können, aber das glauben ganz viele Menschen. Und wenn diese ganz vielen Menschen sich zusammentun und auf die Straße gehen, dann
klappt das vielleicht doch. Und selbst wenn es nichts bringt, dann hat man es wenigstens versucht. Dann hat man wenigstens mit einer guten Intention, mit einer guten Absicht versucht, etwas zu bewegen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt. Und es zeigt auch, wie viele Menschen zusammenkommen können. Das hat ja auch einen Effekt. Also das weiß ich noch damals, irgendwie 1. August 2020, Berlin, die erste Demonstration. Und es waren so unfassbar viele Menschen und dieses Gefühl einfach in der Gemeinschaft. Und das habe ich gelernt, weil ich zuvor in meinem Leben noch nie auf Demonstrationen gewesen bin. Und das hat es mir gezeigt und das hat bei mir auch dieses Bewusstsein erzeugt, genauer hinzuschauen, dass eben dadurch, dass diese Demonstrationen dann plötzlich dargestellt worden sind, als es wäre radikal und da wären so viele Rechte und ich immer gedacht habe, wo sind denn die hier so, dass für mich plötzlich klar war, okay, es gibt natürlich immer bei jeder Demonstration, auch bei jedem Fußballspiel übrigens, das ist vielleicht ein ganz schöner Vergleich, weil hier nebenan gerade irgendwie heute, ich weiß nicht, Düsseldorf gegen Magdeburg, glaube ich, im DFB-Pokal spielt, da gibt's ja immer Idioten, also die Hooligans oder wie auch immer man sie, die gibt's ja, aber in der Masse sind die Menschen und auch die Fans ja friedlich und wollen einfach nur ein schönes Fußballspiel haben. Und das ist auch auf den Demonstrationen, die ich gesehen habe, so gewesen. Es gibt immer ein paar Idioten, aber die Masse kommt dahin, weil sie einfach etwas Gutes zum Frieden oder wozu auch immer, was eben das Ziel der Demonstration ist, beitragen möchte. Es waren auch wunderschön, ganz kurz, waren auch wunderschöne Bilder dort. Also wenn man dort wirklich hingeht und sich die Zeit nimmt und mit den Menschen redet, dann bekommt man ganz schnell mit, das ist gar nicht so, dass da Islamisten sind oder dass da Antisemiten sind, sondern du siehst dort Muslime, du siehst Christen, du siehst auch sehr viele Juden, du siehst Leute der LGBTQ-Community, du siehst alle, ganz unabhängig davon, woran sie glauben, was sie lieben, was für eine sonstige politische Einstellung die haben, du siehst, dass sie alle gemeinsam für Frieden einstehen. Weil sie sich das wünschen. Manuel, wann sehen wir dich jetzt nach dieser Werbung für Demonstrationen auf der nächsten Demonstration? Also ich war ja, bei dem 1.8. war ich auch in Berlin und du hattest da schon einen wichtigen Punkt. Also ich halte halt überhaupt nichts von diesem Fordern. Ja, aber viele Demonstrationen fordern halt irgendetwas von irgendwem, was halt eh niemals eintreten wird. Also das ist dann etwas, man muss auch sich klar sein, so eine Demonstration wird genehmigt. Ja, das ist praktisch von, also jetzt bei den Corona-Maßnahmen war es natürlich noch klarer, um es vielleicht nochmal zu erklären, also am 1.8. war für mich dieses Zeichen zu setzen und zu sagen, nein, mit mir nicht. Und dann ist das etwas, dann sieht man andere und dann ist da auch was entstanden. Aber selbst beim 28., die vier Wochen später, bei der nächsten Berlin-Demo, war die komplett ideologisiert. Dann wollte man eine Regierung absetzen, den Gesellschaftsvertrag, was weiß ich, eine Verfassung. Dieses Fordern, das ist wie in den Kummerkasten bei McDonald's einen Zettel reinschmeißen. Ja, Demonstrationen werden von unseren Beherrschern genehmigt auf dem Platz, den sie vorher absperren. Die haben die Knüppel, nicht die Demonstranten. Für mich ist es halt idiotisch. Also für mich ist es auch Energieverschwendung. Wenn ich was machen will, dann suche ich mir etwas Dezentrales und suche nicht einen Platz, der mir genehmigt ist. Ich bin auch der Meinung, dass diese ganze Corona-Thematik vor allem durch diese Spaziergänge, dort ist Druck entstanden. Die waren dezentral. Ganz genau. Und da gab es keinen Anmelder. Da hätte man auch nichts auflösen können. Weil geh mal in 50.000 Orte und löst da mal Spaziergänge auf. Und das ist genau die Form von Protest, die wir bräuchten. Und nicht diese Zentrale, wo alle ein Thema haben. Und dann jetzt zum Beispiel in Deutschland. Na, natürlich kann man sagen, ich bin für Frieden. Aber jetzt wirklich gebracht hat es, glaube ich, nicht eine Menschen etwas bis jetzt. Ja. Für manche ist es auch ein Ventil. Dass sie für untereinander, dass man sich trifft, so, das will ich nicht, überhaupt nicht ausmachen. Da würde ich mir aber eher irgendeine Wiese mieten und gar nicht, wo man unter sich sein kann. Dann macht man ein Musikfestival. Dieses dahingehen, wo der Staat uns erlaubt, gegen ihn zu protestieren, so, das ist für mich wieder McDonald's Kummerkasten, wo ich halt einen Zettel reinschreibe, dass der Cheeseburger heute nicht gut war. Eine Sache nur, das hat mich für mich etwas bewegt und für mich etwas geschafft bei so einer Demonstration. Wir haben es geschafft, dass unsere Stimme und unser Einsatz, den wir und auch ich hier in Deutschland organisiert, dass das, was wir organisiert haben, bei den Kindern im Gazastreifen angekommen ist. Wir haben Videos und Bilder von ihnen zugeschickt bekommen, wo sie sich bedanken dafür, dass wir uns einfach für sie einsetzen. Und das ist meine absolute Genugtuung. Ich habe ein unglaublich berührendes Bild gesehen. Ich weiß gar nicht, wo es war. Ein israelisches Kind mit israelischen Flagge und ein palästinensisches Kind. Und beide wirklich mit ihren großen leuchtenden Augen Arm in Arm. Und es war einfach so, ich glaube, das ist das, was Frieden also ist. Das Bild, das muss man nur gesehen haben. Und es reicht, um zu wissen, was der Mensch eigentlich ursprünglich gerne möchte. Und Aber da muss ich sagen, erlebe ich das. Und ich glaube, dass das keine zu sehr einseitig gefärbte Wahrnehmung ist. Kritik an Israel findet man sehr viel in Israel.
und deutlich weniger Kritik an der eigenen Regierung in Palästina. Das gehört auch immer noch ein bisschen dazu, dass es eben Kritik an Israel eben auch in Israel gibt, weil du gerade auch die LGBTQ-Community angesprochen hast. So ein paar Buchstaben von LGB habe ich ja in meinem Leben auch schon abgedeckt. Immer wenn ich so einen Konflikt mir anschaue und ich denke, ach, muss ich mich jetzt wirklich in dem Konflikt entscheiden? Aber wenn man dann von mir verlangt, dass ich mich entscheiden soll, schaue ich mir beide Konfliktseiten an und schaue mir an, gibt es eine Seite, die mich verfolgen und töten würde? Und dann sage ich, dann ist mir alles andere erstmal egal, weil dann weiß ich, oh, da hat jemand sich ganz bewusst mich als Feindbild ausgesucht und spaltet mich bewusst weg. Und das ist ja bei der Hamas der Fall. Die würden mich für die paar LGB-Buchstaben, die ich gemacht habe, töten. Und Israel nicht. Da gibt es auch homophobe Menschen, manchmal sogar in der Regierung. Aber da werde ich nicht von Dächern geworfen. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also bei Konflikten scheut sich der Mensch manchmal, ehrlich zu machen, okay, wenn es da zwei Konfliktparteien gibt, gibt es denn eine Konfliktpartei, die mich wirklich hasst? Mich für das, was ich bin? Und dann sollte man einfach sagen, das ist schon krass. Warum werde ich gehasst? Und dann kann ich die Seite, die mich nicht hasst, immer noch kritisieren. Aber wenn ich dann auch noch weiß, dass die Seite, die mich nicht hasst, auch noch die Seite ist, die sich selbst eh schon kritisiert. Wenn ich mich dann wirklich positionieren muss, dann kritisiere ich die Seite, wo Menschen dafür verfolgt werden, wenn sie ihre eigene Regierung kritisieren. Und das sind die Menschen im Gazastreifen, die, wenn sie die Hamas kritisieren, sind die weg vom Fenster. Und die brauchen meine Israel mittlerweile jetzt auch so, oder? Also da wurde auch ganz schön die Daumenschrauben angezogen, Da sind ja Daumenschrauben angezogen. Da hast du mal die Haaretz gelesen. Also die übelsten israelkritischen Dinge kommen aus Israel. Also wirklich. Ich würde an dieser Stelle gerne eine Abschlussfrage stellen. Und zwar ist diese Frage genauso wie die Sendung heißt, was führt uns zum Frieden? Und da hätte ich so eine schöne, leichte Abschlussfrage. Genau, an jeden Einzelnen. Und Lukas, ich würde mit dir gerne beginnen. Dankeschön. So, Edmund. Ich würde gerne auch nochmal den Punkt, den du mit aufgemacht hast. Ich dachte, du wolltest jetzt einen Telefonjoker ziehen. Nee, ich stelle mich der Herausforderung. Ich würde gerne diesen einen Punkt auch nochmal aus der Diskussion um die Demonstration mit aufnehmen, mit diesem Punkt, was du ja auch angesprochen hast, dass Menschen einfach auch dieses Gefühl haben, was bringt das überhaupt, was mache ich denn? Und auch, ich habe es ja auch während der Corona-Zeit mitbekommen, weil ich da ja auch meinen Hals aus dem Fenster gestreckt habe, wo eben oft diese Diskussion angefangen hat, ja okay, jetzt, was ist, wenn die Großen gar nicht den Frieden wollen? Was ist, wenn so viel gegen mich läuft? Was mache ich dann? Weil der eine Punkt ist ja, auf der einen Seite kann man sagen, zu Frieden führt uns das, wenn einer von den ganz Großen jetzt sagt, so jetzt ist Frieden und politisch wird das mal eben umgesetzt, schnipp. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren und wahrscheinlich auch nicht zu einer langfristigen Lösung führen, weil, wie wir es auch schon hatten, Frieden ist ein andauernder Prozess. Dieses alte Bild, Alice im Wunderland, in meinem Königreich musst du so schnell laufen, wie du kannst, nur damit du in derselben Stelle bleibst. Das ist ein dauerhafter Prozess. Und das, was ich mitgeben möchte einfach in dem Moment, weil ich es so oft gesehen habe und das Kern eigentlich in meinem Leben, in meiner Arbeit ist, nicht zu unterschätzen, was wir alle einzeln machen können und auch das, was wir tun, einzeln nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn es dieser langfristige Prozess ist. Es gibt so eine Idee, dass alles, was man tut, in irgendeiner Form mit dem Heil des Kosmos hier zusammenhängt. Kurzes Beispiel dazu ist, warum bringen wir unseren Kindern bei, wie man den Tisch deckt? Nur mal so die Frage hingestellt. Wir stellen einen Teller dahin, wir stellen ein Messer dahin. Was hat das mit dem Ganzen zu tun? Aber es ist ja grundsätzlich so, wir bereiten uns vor, wir haben gemeinsam eine Mahlzeit, wir kommen als Familie zusammen, wir stärken uns als Familie, wir haben ein gesundes Fundament, um Gutes in der Welt zu tun. Und so skaliert das Ganze nach oben, dass ich sage, jeder kleinste Schritt, den ich tue, setzt in irgendeiner Form das Gesamtbild zusammen. Und das ist eine riesige Verantwortung, die bei uns allen auf den Schultern liegt. Aber da wo wir auch die Handlungsoption haben, das genau so zu machen. Und den Austausch, den wir vorhin eben auch hatten, mit diesem Thema überhaupt Verantwortung allgemein und das zu sehen. Und dann eben sich bewusst zu machen, was auch ganz schön herausfordernd ist, zu sagen, oh mein Gott, alles, jeder kleine Schritt, jede Minute, die ich mache, hat irgendwie eine Bedeutung. Aber darin ist auch eine Möglichkeit, weil man kann sich ja einfach vorstellen, was ist, wenn man gemeinsam diese Familie hat und das eigene Kind trifft irgendjemanden oder ist es selber. Und in 30 Jahren, durch die kleinen Schritte, die man tut, ergibt sich dann der Schritt, wo jemand zum großen Ganzen zur Lösung beitragen kann. Und diese Erkenntnis im Kopf zu haben, dass alles, was ich in irgendeiner Form tue, mit meiner besten Intention, die ich bringen kann,
trägt auch wiederum zum Gesamtsystem bei, weil sonst bleiben wir nur darin hängen, dass wir sagen, die da oben kriegen es ja nicht hin und wir können nichts machen. Und dadurch wird sich nie etwas ändern, weil, wie auch schon Alexander Solzhenitsyn dann geschrieben hat, die Linie zwischen Gut und Böse läuft durch das Herz von jedem Einzelnen. Und die Erkenntnis aus dem 20. Jahrhundert war ja eben, dass die Möglichkeit nur da war für diese totalitären Systeme, weil die Masse in dem Moment, wo sie die Lüge gesehen hat, nicht den Mund aufgemacht hat. Und das muss nicht heißen, dass wir gleich alle das große Mikro in die Hand nehmen, aber in den Momenten, die wir haben. Und wenn wir uns das alle, das ist eine riesige Herausforderung, aber auf den Rücken legen, haben wir alle auch eine Handlungsmöglichkeit. Dann haben wir alle eine Möglichkeit, aus dieser Ohnmacht rauszukommen und in die Ermutigung. Das ist noch der letzte Punkt, den ich da zu bringen möchte. Ich glaube insgesamt, dass wir in einem Zeitalter der Entmutigung leben, wo das man auch sagen könnte, das ist politisch gewollt, weil der entmutigte Mensch ist leichter zu kontrollieren. Der Mensch, der eine Vision vor sich hat, den kann ich nicht so einfach kontrollieren, weil der möchte selber seine eigenen Sachen entwickeln. Aber auch vor allem für unsere Generation ja in dem Moment gesprochen, wir haben ungefähr dasselbe Alter. Thema Klima, Thema Krieg, alles. Eigentlich ist ja nur, ja, der Atomknopf ist nur 2 Schritte weg und was überhaupt, die Welt ist ja in 15 Jahren eh schon dahin. Und wenn wir so nach vorne blicken, wie sollen wir dann überhaupt hoffen, dass irgendwo eine andere Inspiration kommt? Danke, Lukas. Das war jetzt mal der Versuch, auf diese den ersten Schritt zu machen bei dieser Abschlussfrage. Ja, aber sehr, sehr spannende Perspektive. Vielen Dank dafür. Gerd, was führt uns zum Frieden? Ich glaube, es gibt da dieses Zitat aus der Bibel, auch im Evangelium findet sich überall, liebe deinen Nächsten. Und ich glaube, dieser Satz wird oft nicht in seiner ganzen Tiefe verstanden, weil da steht ja, liebe deinen Nächsten. Auch im hebräischen Original habe ich mir sagen lassen, natürlich der Nächste, also auch der Nachbar gemeint ist. Wir werden auch durch das Fernsehen, wir werden durch das Handy, werden wir immer in Konflikte hineingezogen, die am Ende nicht unsere Konflikte sind. Warum interessieren wir uns auf einmal für den Krieg und für den anderen nicht? Warum sind wir da aufgewühlt und da nicht? Bei Israel bin ich aufgewühlt, weil ich dort Freunde habe. 11. September war ich aufgewühlt, weil ich lange Zeit in den USA gelebt habe. Andere Konflikte berühren mich nicht so sehr, weil das nicht meine gefühlten Nächsten sind. Es ist aber okay, wenn man erstmal sagt, pass auf, ich habe Verantwortung für meine Liebsten und für meine Nächsten. Und um die kümmere ich mich. Und damit hat man dann wirklich schon viel erreicht. Und nicht sagen so, und jetzt musst du Probleme lösen, die du nicht lösen kannst. Ich kann das Weltklima nicht lösen. Ich kann den Weltfrieden nicht schaffen. Darüber kann ich nur verbittert und böse und sauer werden. Und dann gehe ich auf die Straße nicht, um was Gutes zu tun, wie du, sondern ich gehe auf die Straße, um Dinge kaputt und kurz und klein zu schlagen, weil ich einfach unzufrieden bin mit der Gesamtsituation und ich kann nichts machen. Weil ich mich ohnmächtig fühle. Und deswegen such dir die Probleme, die du lösen kannst. Und das ist dein Nachbar. Das sind deine Freunde. Das ist deine Familie. Das bist du selbst. Da hast du genug mit zu tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Würde mir persönlich reichen. Danke, Gerd. Serhat, was führt uns zum Frieden? Ich sehe das ein bisschen anders. ist aber nicht schlimm. Ich finde, in erster Linie sollten wir darauf achten, dass Menschen, egal wo sie leben, egal wie weit sie von uns weg sind, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist und dass wir auch versuchen, dementsprechend damit umzugehen. Ich glaube, es gibt nicht den Frieden und ich glaube, es fällt uns auch allen sehr schwer, so dem Ganzen in die Augen zu schauen, so zu sehen, dass wir niemals den Frieden haben werden, wo niemals jemand leiden wird. Das ist leider unmöglich. Und ich spreche jetzt so, versuche ein bisschen aus meiner religiösen, also aus meiner radikal-islamischen Sicht zu sehen, ja, und zu sprechen. Es wird nicht möglich sein, dass überall alles gut laufen wird. So, das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir versuchen, die beste Version unserer selbst zu sein. Und dass wir versuchen, den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, ich erreiche auch andere Menschen, die sind nicht nur in meiner Umgebung oder nicht nur bei einer Show, sondern die sind auch auf Social Media, dass man versucht, ein Vorbild zu sein und dass man versucht, seine schöne Art und Weise zu zeigen. Und das, was vielleicht nicht so gut an einem selbst ist, was einen selber stört und wo man das Ganze verändern möchte, dass man versucht, diese schlechten Seiten gar nicht so offen zu zeigen.
Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich verstellt, sondern das hat was damit zu tun, dass dein Charakter immer Einfluss auf den Charakter eines anderen Menschen hat. Wir beide sind ganz anderer Meinung, aber ich finde deine Art und Weise, wie du mit Dingen und Antworten umgehst, finde ich sehr schön. Es ist nicht normal. Leider ist es heutzutage nicht normal, dass Menschen respektvoll auf eine andere Meinung reagieren. Und das zum Beispiel werden jetzt, weiß ich nicht, vielleicht Hunderttausende von Menschen sehen. Und das wird vielleicht bei dem einen oder anderen, der vielleicht diese Eigenschaft nicht hat, dafür sorgen, dass er sagt, ey, das ist cool, daran will ich gerne arbeiten. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Welt gar nicht dafür gemacht ist, gerecht zu sein. Denn wäre sie gerecht und wäre sie fair, dann wären wir alle gleich groß, wir hätten alle gleich viel Geld. Wir wären, das wäre doch langweilig. Ja, das wäre auch langweilig. So. Und deswegen glaube ich gar nicht daran, dass die Welt wirklich fair sein kann. Aber woran ich glaube, ist, dass wir ein gutes Vorbild für jeden anderen Menschen sein können und dass wir auch gut einschätzen können, wer uns vielleicht schadet und wer uns gut tut und wem wir gut tun und dass wir uns versuchen, darauf zu fokussieren. Serhat, vielen Dank für die Worte und ich glaube, ich muss die Frage nicht nochmal wiederholen, Manuel, das ist oder? Das letzte Wort. Ja? So, also sie steht hier. Was führt uns kein Druck? Nein, alles gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Für mich sind da zwei Aspekte, die mögliche Antworten sind. Erstmal auch angeknüpft an das, was Lukas gesagt hat, das Böse, ich benutze den Begriff nicht so gerne, aber ich würde sagen, 5-10% der Menschen sind vielleicht Psychopathen. Das heißt, wir haben Menschen, die keine Empathie haben und die auch in der Lage sind, eben solche grausamen Dinge zu machen. Und ich glaube, ein großer Schritt wäre, keine Institutionen oder Positionen zu schaffen, wo diese Menschen dann mit einem Knopfdruck die Welt zerstören können. Ich kann das nämlich nicht. Ja, also ich kann theoretisch super schrecklich sein, aber mein Wirkungsgrad ist mein Leben und den Menschen, die ich treffe, das wäre schlimm genug, wenn ich so wäre. Aber für mich sind eben genau die Machtpositionen, Herrschaftspositionen das Grundübel, weil sie ziehen ja auch diese Menschen an, das ist nichts Neues. Also in Führungspositionen finden wir Psychopathen, weil die sich da sehr gut zurechtfinden und natürlich auch in der Politik. Und ich gehe davon aus, dass ein sehr hoher Grad der jetzigen Führungs- oder Führer der Welt natürlich auch davon betroffen sind, sonst würden wir diese Welt nicht so sehen. Das heißt also, ich kann den Menschen nicht ändern, aber ich könnte Rahmenbedingungen ändern, dass Menschen nicht mehr in einen Hyperraum der Moral eintauchen können und mit ihrem Handeln, also die haben ja keine Verantwortung dann mehr für ihr Handeln. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist eigentlich ganz einfach, wenn Kinder die Sprache der Gewalt nicht als Option der Konfliktlösung kennenlernen, werden sie als erwachsene Menschen nicht anwenden. Ein Kind, was niemals Chinesisch gelernt hat, wird nicht mit 18 anfangen, Chinesisch zu sprechen. Und das ist etwas so, das, denke ich mal, ist in allen Regionen der Welt der Fall. Also jetzt im Gazastreifen erfahren Menschen, dass Erwachsene, unsere Herrscher, Gewalt anwenden und es als probates Mittel zur Konfliktlösung anwenden. Und dann werden das die Kinder abschauen und nachmachen. Und erst wenn wir dort ansetzen, sehe ich halt eine Chance, dass eben Gewalt nicht mehr als Option der Lösung gesehen wird, sondern als Problem. Ich habe fertig. Vielen Dank auch an dich, Manuel. Ich danke sehr für diese Runde. Ich hatte einen riesen Respekt vor dieser Sendung. Ich war ziemlich nervös zu Beginn und weil dieses Thema, wie gesagt, so ein Thema ist, wo man auch nicht so richtig abschätzen kann, wie würde sich das entwickeln. Was spannend ist, ich habe eine Intention gesetzt vor dieser Sendung. Ich habe die Intention gesetzt, und das habe ich schon Stunden vorher gemacht, mit dieser Sendung zum Frieden beizutragen. Das war meine Intention. Und ich finde, so fühle ich das, bin gespannt auf eure Kommentare, dass uns das heute Abend sehr, sehr gut gelungen ist. Ich möchte mich wirklich von Herzen bedanken bei Gerd Bührmann. Vielen Dank, Gerd, für dein Kommen. Ein herzliches Dankeschön ebenso an Manuel Maggio. Gerne. Ein herzliches Dankeschön an Serhat Zizek. Danke. Und an den Mann, der alles beobachtet hat und großartige Beiträge geliefert hat, Lukas Kramer. Vielen Dank, Lukas. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Danke an alle hier im Publikum. Bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Augenhöhe.